Herzlich willkommen und ich würde direkt starten und wir haben uns hier vorne geeinigt, dass der Impuls von dir kommt. Ich glaube, bevor ich euch vorstelle, möchte ich erstmal mit dem Impuls beginnen. Mal gucken, wie viel davon schon dann drin steckt. Also gerne erstmal den Impuls und dann habe ich noch einen Text, um meine GesprächspartnerInnen vorzustellen. Aber gerne erstmal den Impuls. Bitteschön. Mir wurde als zu spät kommende zuteil mit dem Impuls zu beginnen und das habe ich auch pflichtbewusst angenommen, wobei ich mir einen kleinen Ausweg erlaubt habe, und zwar, dass ich nicht freisprechen werde, sondern aus dem Sammelband lesen werde, den ich vergangenes Jahr herausgegeben habe. Sicher sind wir nicht geblieben, jüdisch sein in Deutschland, in dem 13 Personen inklusive mir etwas darüber geschrieben haben, was es bedeutet, in Deutschland jüdisch zu sein. Denn das, um vielleicht ein bisschen was vorwegzunehmen, diese Lebensrealität, jüdisch zu sein in Deutschland, hat vor allem auch sehr viel mit Fremdwahrnehmung zu tun. Und dafür, um in diesen Punkt einzuleiten, würde ich einen kleinen Ausschnitt aus meinem Text lesen. Ich stehe auf einer Nachhaltigkeitskonferenz im Bundeskanzleramt. Vor mir steht eine Frau, auf ihrem Schild ist ein Doktortitel und ihr Name erzählt Geschichten, die ich noch nicht kenne, und ich bin beeindruckt davon, wie gut sie Smalltalken kann, viel besser als ich. Sie schafft es, all diesen Menschen, die sie noch nie getroffen hat, Fragen zu stellen, die das Gespräch am Laufen halten. Sie habe ja auch lange in Frankfurt gelebt, es sei so schön dort. Den jüdischen Kindergarten im Bankenviertel, den hat sie auch in Erinnerung. Ja, genau da, wo die Polizei immer steht. Und das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist so ein Song des Frankfurter Rappers Haftbefehl. 06069, Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet, die Banden kratzen an den Wolken. Aber mit den Assoziationsketten ist das ja eben manchmal so eine Sache. Es gibt Bilder, die prägen sich im Laufe unseres Lebens ein, vor allem, wenn es kein Gegenangebot gibt. Die Frau, die so gut Smalltalk macht, ist völlig verblüfft, als ich ihr sage, dass ich da auch zur Schule gegangen bin. Was dachte sie, dass aus dem Kindergarten im Bankenviertel, vor dem die Polizei steht, keine normalen Menschen rauskommen? Ich stehe auf dieser Konferenz im Kanzleramt und stelle fest, wie erfolgreich ich verdränge, wie scheiße wir von außen wahrgenommen werden und wie unangenehm das manchmal ist. Und es passt auch manchmal einfach nicht zu meinen Bildern. Denn diese konstruierte und abstrakte Projektion interagiert mit dem, was uns als Menschen zugeschrieben wird. Das meinen wir, wenn wir sagen, wir wollen kein Leben des Mahnmal sein. Ich assoziiere mit meiner Kindheit und Jugend in jüdischen Räumen viel. Das Bankenviertel ist es nicht. Wir fragen uns manchmal, welche Geschichten es eigentlich sind, die wir erzählen wollen und wen wir sie erzählen wollen. Geschichten der Utopie, Geschichten der Gewalt, Geschichten von Unsichtbarkeit, Geschichten des Nie wieder, Geschichten des Nie wieder gut, Geschichten aus der Kindheit, die es so vielleicht nicht gab, aus der Vergangenheit, die es so nie wieder gibt. Und in welcher Sprache wollen wir sie erzählen? Die vielen Geschichten, die nie mehr erzählt werden und die schon tausendfach wiederholt wurden, unzählige Male. Ich beobachte jüdische Gegenwart und bin selbst aber auch ein Teil von ihr geworden. Ich gebe häufig Antworten, aber habe selbst auch viele Fragen, die mich begleiten. Jüdisches Leben dient als Projektionsfläche. Fällt das Wort Jude, bringt es Unbehagen in Räumen. Das Judentum wird auf religiöse Bezüge reduziert. Die vielschichtigen Lebenswelten jüdischer Menschen bleiben unbeachtet, werden eindimensional dargestellt, teilweise sogar entmündigt, indem der Anspruch eines öffentlichen Zugriffes auf jüdische Lebensgeschichten durch manche Darstellungen suggeriert wird. Ich fühle mich manchmal, als könnten Deutsche, sobald sie wissen, dass ich jüdisch bin, nicht mehr anders als durch eine Filterbrille zu schauen, die sie dazu veranlasst, nicht mehr eine Ebene tiefer sehen zu können als auf die Jüdin-Ebene. Das Interesse an mir als Person ist verschwunden, das Interesse an mir als Jüdin umso größer, genährt von der Abwesenheit, genährt von der Unsicherheit und der Unsichtbarkeit anderer Jüdinnen, genährt von dem Leichenbergüberdruss, genährt von der Sehnsucht, dass doch alles ganz normal sein könnte. Ich will all das zurückwerfen, was auf mich projiziert wurde. Die Texte dieses Bandes wären nicht möglich ohne die Orte, an denen jüdische Selbstbestimmung kultiviert wird. Ob im institutionellen oder im autonomen Sinne, ob individuell oder kollektiv. Ob in jüdischen Gemeinden, auf der jüdischen Ferienfreizeit, im Aktivismus, in Publikationen, auf Social Media, in der Synagoge, in die ich gehe oder nicht, in den Räumen, in denen ich alles sein kann oder auch nicht, in dem Land, in dem ich leben werde oder nicht.
und auch an den leeren Orten, in den einsamen Momenten. Ein sicherer Ort ist der, an dem nicht jemand anderes bestimmt, wer ich zu sein habe. Ein sicherer Ort ist der, an dem ich alles fühlen kann. Ein sicherer Ort ist der, der mir meine Sprache zurückgibt. Ein sicherer Ort ist der, der mich rechtzeitig spüren lässt, wenn meine Hände erfrieren. Ein sicherer Ort ist der, an dem ich nicht nur eine Rolle zu füllen habe, an dem ich vergessen kann, was die anderen sehen, wenn sie mich anschauen. Ein sicherer Ort ist der, an dem mir andere glauben und ich selbst mir auch. Dankeschön. Einiges hat man schon gehört, aber ich möchte ergänzen. Laura Cassez machte 2009 ihr Abitur in Frankfurt am Main und studierte European Studies und Psychologie. 2019 konzipierte sie im Auftrag der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland und der Jüdischen Studierendenunion Deutschland das erste Jewish Women Empowerment Summit, das seitdem jährlich stattfindet. Als Autorin und Speakerin tritt sie für die Wahrnehmung diverser jüdischer Lebenswelten in Deutschland, den Einbezug jüdischer Perspektiven in gesellschaftliche Diskursräume und die Schaffung innovativer Konzepte für und mit jüdischen Communities ein. Laura, danke für den Einstieg. Dankeschön. Danke sehr. Mara, it's your turn. Ja, ich steige auch mit einem Text ein und werde dann ein bisschen was dazu sagen. Der Text ist nicht von mir, sondern von einer befreundeten Person, die ich an der Stelle aber gerne für mich reden lasse, weil ich es sehr sprechend finde. Heiliger Boden. Ich bin nicht möglich. Unmöglich, meint ihr. Ich bin fremd in eurem Eindeutigkeitsland, im Entweder-Oder, in der Ordnung, die ihr als Göttliche in die Schöpfung eingeschrieben habt. Durch mich verlaufen ständig Grenzlinien. Bin zur Zerrissenheit gezwungen, weil ihr, nicht Gott, alles geordnet habt, abgelegt, in Schubladen einsortiert, im Ordnungssystem. Ein Apothekerinnenschrank mit feinsäuberlich getrennten Fächern, gelabelt mit euren Namen, mit euren Definitionen. Doch ich stehe in keinem Bestimmungsbuch, bin nicht zu fassen, bin nicht männlich, noch weiblich, noch. Bin einfach ich, Gottes Bild. Unfassbar. Eure Bilder überschreitend, trans, die ihr euch von mir macht, die andere sich von mir gemacht haben, nach meiner Geburt, aufgrund der Größe eines bestimmten Körperteils. Sie haben sich geirrt. Ihr irrt euch, wenn ihr meint, zu wissen, wer ich bin, wie ich bin. Euer Irrtum legt mich fest, verkennt mich, macht mich unsichtbar, schließt mich aus. Schaut doch hin, aber macht euch kein Bild. Ich bin, wer ich bin. Nach Exodus 3,14. Ich habe den Text ausgesucht, weil er an sehr vielen Stellen genau den Konflikt aufmacht, der immer im Raum steht, wenn man anfängt, über queere Identität, insbesondere über Transidentitäten zu sprechen, in einem Raum, der die Worte dafür nicht hat. Mich hat besonders jetzt in deinem so ein sicherer Ort, was ein sicherer Ort, der mir die Sprache zurückgibt, für viele Transmenschen, gerade auch für nicht-binäre Menschen, ist ein sicherer Raum der Ort, in dem wir überhaupt erstmal Sprache finden, in dem Sprache geschaffen werden kann für uns und wo es nicht schon, wo die Schwelle nicht schon ist, ich kann nicht sagen, wer ich bin, weil es die Worte dafür nicht gibt. Und gerade in dem Aufgreifen des Textes aus der Tora oder aus dem Alten Testament, finde ich das so wie, wo Gottes Stimme sagt, ich bin, wer ich bin. Wo wir am Anfang sehen, Gott schafft die Schöpfung mit Worten
mit Worten, die wir heute interpretieren, bei denen wir heute sagen, es muss so oder so sein. Also sämtliche Diskussionen um queere Identität, aber auch um die Identität von Männern und Frauen, die gar nicht queer sind. Alles rotiert in der christlichen Debatte, aber auch darüber hinaus, oft auch in der gesellschaftlichen Debatte, die davon geprägt ist, um diesen einen Satz: als männlich und weiblich schuf er sie. In einem Text, der vor 6000 Jahren geschrieben wurde. Und wir meinen genau zu wissen, was ist da gemeint. Oder schlimmer noch, genau zu wissen, was hat Gott gewollt damit, dass diese Wörter existieren. Und das ist so, gleichzeitig sind es aber auch genau die Worte aus dem gleichen Dokument, wenn auch in unterschiedlicher Zeit, die Menschen Identität geben. Die sagen, die Menschen sagen lassen, ich bin, wer ich bin. Und ich bin Gottes Ebenbild. Und ich glaube, das macht sehr gut diesen Konflikt auf, um den es uns hier auch geht, dieses progressiv sein und gleichzeitig religiös sein. Religion für progressives nutzen und gleichzeitig damit umgehen müssen, dass Religion gegen Fortschritt instrumentalisiert wird und auch gegen Menschen instrumentalisiert wird. Vielen Dank, Mara. Auch dich möchte ich natürlich, Achtung Wortspiel, ganz unorthodox im Nachhinein nochmal vorstellen. Mara Klein studierte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg die Fächer Katholische Religion und Englisch und ist U30-Mitglied der Synodalversammlung. Dazu werde ich auch noch eine Frage stellen. Dort diskutieren Laien und Laien mit Bischöfen unter anderem über Sexualmoral, Machtverteilung, das Zwangszölibat und die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche. Mara wünscht sich eine Kirche, die Strukturen ändert, für alle da ist und heilend wirkt. Seit September 2022 arbeitet Mara an der Universität Münster im DFG-Projekt Prekäre Anerkennung, das dritte Geschlecht in sozialethischer Perspektive. Mara ist Mitherausgeberin von Katholisch und Queer. Vielen Dank für deinen Impuls. Ich mache mal einen großen Einstieg. Wir haben ja im Ankündigungstext auch schon Fragen mit eingeworfen und ganz nach dem Motto, was draufsteht, soll auch drin sein, würde ich eine dieser Fragen gerne aufwerfen. Ich würde gerne mit dir beginnen. Wie habt ihr euch politisiert und was hatte Religion damit zu tun? Es fällt mir immer ganz schwer, tatsächlich zu sagen, was Religion wirklich damit zu tun hat, aus unterschiedlichen Gründen. Und ein Stück weit ist es in meinem Text ja schon angeklungen. Jüdisch zu sein bedeutet auch, eine Religion zu haben, aber es bedeutet vor allem auch, eine Zuschreibung in dieser Gesellschaft zu haben. Und diese Zuschreibung hat erstmal überhaupt nichts mit Religion zu tun, sondern hat erstmal was damit zu tun, was es bedeutet, jüdisch zu sein in einem Raum. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich heute Abend auch ganz viel darüber sprechen, was es bedeutet, in einem Raum als etwas wahrgenommen zu werden oder wenn einem etwas zugeschrieben wird, auch wenn es unterschiedliche Dinge sind. Und erstmal für sich herausfinden zu müssen, was bedeutet jetzt eigentlich die Essenz davon für mich. Und das Thema Religion hat mich insofern durch mein Leben begleitet, als dass es für mich in meinem sehr privaten und familiären, aber auch in meinem frühen Aufwachsen und eben in meinem privaten familiären Kontext eine Bedeutung gespielt hat, insofern als dass es eine Ressource war. Das Jüdischsein als Religion war eine Ressource, weil es bedeutete, etwas Eigenes zu haben, was Besonderes zu haben, Feiertage zu haben, traditionelle Bezüge, die vielleicht andere so nicht hatten, manche im Umfeld schon und manche eben nicht. Aber es war auch etwas, wovon ich das Gefühl hatte, das wird bei uns so gemacht und darauf kann ich stolz sein und davon lerne ich etwas. Und dazu gewinne ich... War das ein positives Anlass? Ja, das war, was die Religion betrifft, war das erstmal für mich ein positives Anderssein, weil ich das Gefühl hatte, es war kein besser oder schlechter sein, sondern ein Gefühl, das ist die Art und Weise, wie ich unter anderem noch zusätzlich zu allem anderen, was ich lerne, auch lerne, die Welt wahrzunehmen. Und ich habe es als etwas wahrgenommen, wie die verschiedenen Sprachen, die ich bei mir zu Hause gelernt hatte, als etwas Zusätzliches, als Teil meiner Identität und niemals als etwas, was mich in meiner Gänze ausmacht. Das war erstmal das, was ich so in meinem frühen Aufwachsen als Jüdischsein verstanden habe und was ich nie als Defizit wahrgenommen habe. Und mich hat das auch überhaupt nicht gestört, dass von außen immer an mich herangetragen wurde, wie, du feierst kein Weihnachten? Das war für
für mich keine defizitäre Erfahrung. Aber natürlich hatte das in meinem Fall auch damit zu tun, dass ich in großen Städten aufgewachsen bin, in denen es auch Referenzrahmen gab. So etwas wie einen jüdischen Kindergarten oder eine jüdische Schule. Und ich eben anders als die meisten jüdischen Kinder und Jugendlichen in Deutschland nicht die einzige in meinem Umfeld war, die anders war. Weil es eben auch nicht nur andere jüdische Kinder gab, sondern andere muslimische Kinder. Es gab Kinder aus anderen Ländern. Es war irgendwie ohnehin in diesem Aufwachsen so, dass ich nicht das Gefühl hatte, anders sein ist in meinem direkten Umfeld unbedingt etwas, was ich als Einzige zu eigen habe, sondern jeder ist irgendwie ein bisschen anders. Und gleichzeitig war es eben so, dass man auch schon früh als jüdisches Kind lernt, jüdisch sein hat was mit Sicherheit zu tun, hat was damit zu tun, dass auch irgendwie in einem kollektiven Rahmen jüdisch zu sein bedeutet auch unsicher zu sein. Auch das gilt für andere Minderheiten. Aber der dritte Aspekt ist natürlich, dass in Deutschland jüdisch zu sein natürlich historisch extrem aufgeladen ist. Und man somit eine stellvertretende Funktion einnimmt in ganz vielen Räumen, in denen man sich aufhält. Entschuldige die Zwischenfrage. Bist du dadurch automatisch politisierter in jungen Jahren als andere vielleicht? Ich würde nicht sagen automatisch, aber für mich, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich in anderen Kontexten auch, hätte mich irgendwie politisiert oder mich hätten bestimmte Dinge beschäftigt, aber mich in meinem Aufwachsen hat das schon beschäftigt, dass ich, und das hatte aber nochmal auch wirklich was mit der privilegierten Situation, in der ich war, zu tun, dass ich überhaupt Referenzen hatte, an denen ich das irgendwie abarbeiten und vergleichen konnte, dass ich das Gefühl hatte, warum muss ich das eigentlich immer erklären? Oder warum muss ich mich vor allem mit dem Außen beschäftigen und kann mich nicht mehr mit dem Innen beschäftigen? Und hinzu kommt auch noch, dass, wenn wir über Sprachlosigkeit sprechen, die meisten jüdischen Menschen in Deutschland heute eine Migrationsbiografie haben und somit auch die tatsächliche Sprache, wie es auch andere migratisierte Communities haben, für das Erleben in den Herkunftsländern jüdisch zu sein, aber auch in Deutschland jüdisch zu sein, dafür gibt es noch keine kollektive Sprache. Hinzu kommt, dass die meisten jüdischen Menschen, die in Deutschland leben, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion kommen, in denen das Praktizieren der jüdischen Religion verboten war. Und somit jüdisch sein eine ethnische Zuschreibung war, aber keine religiöse Praxis oder eben nur so im Tradierten. Das heißt, wenn ich jetzt von mir selber spreche, kann ich von mir sagen, ich habe den religiösen Bezug zum Jüdischsein als etwas, was sich auch in meinem Leben so verändert hat, mal mehr, mal weniger, immer eher als eine Ressource wahrgenommen. Die gesellschaftliche Verortung, jüdisch zu sein in Deutschland, ist nicht immer eine Ressource, sondern ist auch häufig sehr, sehr anstrengend. Ja. Ich möchte gleich nochmal darauf zurückkommen, aber erstmal, Mara, würde ich dich fragen, hat deine Politisierung durch die Erfahrung der Betroffenheit stattgefunden? Nicht durch meine eigene Erfahrung der Betroffenheit, würde ich sagen. Ich denke, dass im Zusammenhang mit Religion, also jetzt insbesondere Christentum, aber auch Judentum, es sind sehr ethische Religionen. Es sind Religionen, die ein gutes Leben zeigen, ein wie lebe ich Gott gefällig zeigen. Und durch die Sozialisation in diese Religion hinein, glaube ich schon, dass ich sehr früh zumindest die Möglichkeiten bekommen habe, mich politisch zu positionieren, weil so sind Sachen und so sind Sachen ungerecht. Also eine Vorstellung von Gerechtigkeit hatte ich sehr früh durch meine religiöse Sozialisation, die auch bei mir interessanterweise dann ein totaler Kontrast, weil ich halt in der christlichen Diaspora im Osten aufgewachsen bin und deswegen war ich das einzige katholische Kind in meiner Klasse. Und es war sowas, was mich unterschieden hat dann von den anderen, aber auch nichts, was ich als negativ wahrgenommen habe, weil Christentum ja nicht als was Besonderes wahrgenommen wird, sondern es ist trotzdem die Normreligion in dem Zusammenhang. Und alle wissen, was Weihnachten ist oder freuen sich zumindest, dass er frei ist, auch wenn sie es nicht wissen. Genau, und in diesem Kontext hatte ich sehr lange einen, ich möchte fast sagen, naiven Blick auf das Politische. Ich habe halt immer alles geglaubt. So, ich habe geglaubt, wenn Leute gesagt haben, es kommt nur auf die inneren Werte drauf an. Und das ist das, was zählt. Und das wird einem auch nicht nur in der Religion vermittelt, sondern auch in schulischen Kontexten, im Kindergarten etc. Und ich war schockiert, dann relativ spät, ich glaube im Alter von 14, zu erfahren von einem sehr guten Freund, der war ein bisschen älter als ich und ich wusste schon so früh, dass ich queer bin, also dass ich nicht heterosexuell bin, wusste ich schon so früh und ich habe ihm das
gesagt, so ganz beiläufig, und er ist in Tränen ausgebrochen, weil er aus einem streng evangelischen Kontext gekommen ist und für seine Eltern seine Homosexualität halt was richtig Schlimmes gewesen wäre. Oder zumindest so seine Wahrnehmung. Und das waren so die ersten Punkte. Also ich glaube, zum einen hat mir Religion dieses Gerechtigkeitsgefühl gegeben, und auf der anderen Seite waren meine ersten Zusammenstöße mit Ungerechtigkeit, mit Ausgrenzung und Betroffenheit auch durch Religion verursacht in diesen Zusammenhängen. Und ist dieser Kontrast nicht so stark gewesen, dass du deine Religion in Frage gestellt hast, weil gerade das, was dir einen Gerechtigkeitssinn gegeben hat, dir eine Erfahrung hat zuteil werden lassen, die du als große Ungerechtigkeit empfunden hast? Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich habe die Auslegung von Religion dieser Menschen. Es hat dann geholfen, dass die erste Erfahrung in einem evangelischen Kontext, ich bin selber katholisch aufgewachsen, das war sehr unterschiedlich, ist auch in diesem Gebiet. Und dieser Unterschiedlichkeit nehme ich wahrscheinlich auch deswegen wahr. Ich war auch nicht beliebt im Religionsunterricht im Katholischen, weil ich zum einen eins der einzigen Kinder war, was richtig begeistert war von den Texten und die auch kannte und so. Und auf der anderen Seite aber ständig widersprochen habe, wenn es um Auslegung ging. Also gerade die Frage, dürfen Frauen Priester werden etc. Da habe ich schon sehr früh einfach durchgehend widersprochen und gesagt, sehe ich anders. Und ich, da ist es dann wieder, da ist die eine frühe Unterscheidung zwischen Religion und Glaube und Kirche als Institution und Menschen, die die Kirche vertreten. Weil du gerade von Widersprechen und Widerspruch gesprochen hast, ist das eine sehr gute Überleitung zu der Synodalversammlung. Ich würde gerne einmal wissen, wer von euch weiß, was eine Synodalversammlung ist? Okay, dann die Frage, ob du es einmal erklären könntest, weil ich gehöre zu denen, die sich nicht gemeldet haben oder gehörte zu denen. Ja, der sogenannte Synodale Weg ist ein Projekt der katholischen Kirche in Deutschland, eingeleitet durch die Bischofskonferenz 2018 nach dem Erscheinen der sogenannten MHG-Studie, die nochmal das große Ausmaß des Missbrauchs von Klerikern und männlichen Ordensmenschen an Minderjährigen zutage gefördert hat. Und als Reaktion darauf wurde gesagt, okay, wir brauchen jetzt etwas, was unsere Strukturen verändert. Wir haben große Probleme in mehreren Feldern. Wir wollen jetzt anfangen, darüber zu reden. Und daraufhin wurde der Synodale Weg ins Leben gerufen, der dieses Jahr zu Ende gegangen ist, im März. Der Impuls kam aus der Kirche heraus. Kirche heraus, aber ich glaube, Gesellschaft hat damit sehr viel zu tun, wirklich. Also nichts passiert aus der Kirche heraus einfach so. Es braucht den Druck, es braucht den Widerstand, es braucht auch die öffentliche den Unmut, der ja immer weiter ansteigt, auch angesichts der immer weiter zutage gefördernden Missbrauchsstrukturen innerhalb der katholischen Kirche und der Missbrauchsfälle. Entschuldigt, dass wir jetzt ein bisschen springen, aber ich hoffe, wir kriegen diesen Spagat hin, weil du eben, und das wollte ich nicht vergessen, nochmal deutlich gemacht hast, dass vielleicht jüdisch sein nochmal was anderes ist als christlich sein. Wir hatten im Vorgespräch am Telefon auch dieses Thema angeschnitten, dass es eben viel mehr ist als nur eine religiöse Zugehörigkeit. Würdest du das bitte einmal erklären? Ja, also ich hatte es ja in der ersten Antwort quasi schon angeschnitten, dass es manchmal schwierig ist, so diese Gesamtheit der jüdischen Identität oder das, was jüdische Menschen als ihre jüdische Identität bezeichnen, zusammenfassen. Einmal, weil es, wenn wir jetzt über jüdisch sein in Deutschland sprechen, natürlich keine geradlinige Entwicklung dieser Identität gibt, aus bekannten Gründen. Das ist die eine Sache, aber der Punkt ist eben, dass dass einerseits zum Jüdischsein oder zur jüdischen Kultur auch die jüdische Religion offensichtlicherweise gehört, auch als älteste der monotheistischen Religionen. Das wird auch bekannt sein. Und gleichzeitig ist es aber eben so, dass die Erfahrung, jüdisch zu sein in Deutschland, natürlich auch eine Minderheitenerfahrung ist. Das heißt, wir sprechen nicht nur über die Frage, feierst du Weihnachten oder Chanukka, feierst du Ostern oder Pessach, sondern es ist auch erstmal eine Erfahrung, die im sozialen Kontext mit einbezieht, dass von einer Abwesenheit
von Wissen über jüdisch sein oder die jüdische Religion ausgegangen werden muss. Das heißt, es lässt sich nicht einfach nur über kulturelle Vielfalt sprechen, sondern die Kundgabe quasi jüdisch zu sein bezieht auch immer mit ein, dass man sehr viel erstmal, also davon ausgehen muss, sehr viel über jüdisches Leben erklären zu müssen oder mit Annahmen konfrontiert zu sein, die im besten Falle stereotyp aufgeladen sind, bis hin auch zu latenten Antisemitismus-Reproduktionen beinhalten. Und das ist etwas, was viele jüdische Menschen so jetzt nicht auf einer analytischen Ebene den Finger drauf zeigen können und sagen können, oh Gott, also da hat jetzt schon wieder irgendwie jemand sowas behauptet von wegen, sondern es ist eher so eine latente Erfahrung, exotisiert oder verandert zu werden, wie man das nennt, sondern und das ist ja interessant, spannend, was ihr da macht. Und das ist deshalb so merkwürdig, weil ja in einem religiösen Kontext vom Judentum als quasi der monotheistischen Ursprungsreligion ausgegangen wird. Also wir sprechen hier von ganz vielen unterschiedlichen Bildern, die irgendwie nicht zusammenpassen, wenn man über jüdisch sein redet. Ich habe eine Zeit lang Workshops an Schulen gemacht, an denen, wenn ich in die Schulklassen reingefragt habe, und die Lehrkräfte haben wir auch gleich mitgefragt, schreibt die ersten Sachen auf, die ihr mit dem Wort Jude assoziiert, dann kam alles zwischen Rabbi, Schabbat und Gaskammer. Und das ist natürlich eine Assoziations, ein Schwall an Assoziationen, der gläubig, also der so viel erstmal in den Raum wirft, dass es überhaupt nicht auflösbar ist. Und das aber auch vor allem relativ schnell klar wird, wir sprechen nie nur über Religion, wenn wir über das Judentum sprechen. Also vor allem in Deutschland sprechen wir nie nur über Religion. Wenn ich gefragt werde, wie lebe ich mein Jüdischsein, dann besteht auch ein extremes Bedürfnis danach, mal in diese unbekannte Welt reinzugucken, weil man davon ausgehen muss, dass viele Menschen noch nie einer lebenden jüdischen Person begegnet sind. Das heißt, auch das muss ich erstmal abfedern. Es wird nicht mit einbezogen, dass jüdische Personen natürlich auch Lebensbiografien haben, die oder Aspekte ihrer Biografien haben, die sie noch viel mehr prägen als das Jüdischsein. Vor allem, wenn sie selber gar nicht so genau wissen, was das bedeutet. Aufgrund von Diskriminierung in Herkunftsländern, aufgrund von Migrationsbrüchen, aufgrund von fehlenden Tradierungen, aufgrund von Traumata, aufgrund unterschiedlichster Dinge. Hier, verzeih mir bitte, nur eine kurze Zwischenfrage. Das heißt, wie du es beschreibst, lässt mich eher denken, dass es eher eine Fremdwahrnehmung, also etwas von außen an Jüdinnen und Juden herangetragen wird, als dass Absolut. Es eine Selbstwahrnehmung ist. Absolut, ja. Also es ist, wie gesagt, es gibt irgendwie das Judentum als so die monotheistische Weltreligion, die ist irgendwie bekannt, die hat irgendwie was mit dem Christentum und dem Islam zu tun. Es gibt auch die Juden, aber das ist eine historisierte, fast entmenschlichte Figur, die vor allem etwas mit der Vernichtung durch die Nationalsozialisten zu tun hat, die es so in Form von Stolpersteinen und Gedenkveranstaltungen in Deutschland gibt. Dann gibt es irgendwie so ein bisschen vielleicht international bekannte Popkultur, über die man Bezüge erfährt. Und dazwischen müssen sich dann jüdische Personen erstmal einordnen und ihren Platz finden und sagen, also jetzt möchte ich dir, wenn ich dann gefragt werde, und wie lebst du denn jüdisch sein eigentlich, weiß ich ganz genau, die Leute haben immer noch tausend andere Fragen, die sie mir stellen wollen. Und viele von denen will ich gar nicht beantworten. Und deshalb ist es ganz schwierig zu sagen, das voneinander zu lösen und zu sagen, ja, was bedeutet deine Religion eigentlich für mich? Weil ich mich in den meisten Fällen also das Thema der Religion für mich eigentlich etwas total Persönliches und Intimes ist. Und ich mich eher eigentlich mit der gesellschaftlichen Frage, was es bedeutet, jüdisch zu sein, beschäftige. Das ist ein super Stichwort, weil meine nächste Frage kann ich an euch beide richten. Aber ich möchte die Ungerechtigkeit nochmal aufgreifen, Mara. Ich habe, und korrigiere mich, ich werde es wahrscheinlich nicht ganz richtig wiedergeben können, ein Interview gelesen, das hat mich sehr berührt. Da wurdest du gefragt, und wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, warum du denn nicht bei der Ungerechtigkeit, die du erlebt hast, der katholischen Kirche den Rücken zugewendet hast. Und du hast, und da kannst du mich jetzt korrigieren, im O-Ton gesagt, das wäre so, als würde ich meiner Heimat oder meinem Zuhause den Rücken kehren. Das heißt, das führt mich zu der Frage, dass wenn etwas sich wie Heimat und Zuhause anfühlt, also richtig anfühlt, diese Ungerechtigkeit vielleicht gar nicht von den Menschen, mit denen du diesen Glauben lebst, herrührt, sondern vielleicht sogar ein strukturelles Problem ist. Und das ist jetzt meine Frage, die an euch beide geht. Du darfst zuerst antworten. Ist es eher ein strukturelles Problem
oder doch ein gesellschaftliches oder beides? Wie erlebst du es? Also gesellschaftliche Ebene ist ja strukturell. Die Frage ist, also es ist ein strukturelles Problem, was sich in individuellen, im Individuellen spiegelt natürlich. Also was so durchsickert. Dann lass mich meine Frage nochmal ganz einfach und laienhaft formulieren. Ist es etwas, was, also eine Ungerechtigkeit, die du von deinen Mitmenschen gar nicht erlebst, aber die institutionellen Vorgaben sind ungerecht? Mhm. Das meinte ich vielleicht und hab vielleicht nicht die richtigen Worte dafür gefunden. Beides. Also das heißt, ich versuche zu sagen, so eine strukturelle Ungerechtigkeit wird sich immer spiegeln, auch im individuellen Miteinander. Ja. Einfach, weil die Struktur das so vorgibt. Also das ist, aber okay. Es ist quasi so, wie wenn ich gefragt werde, also wenn wir auf die Frage gehen, so oft werde ich dann gefragt, warum tust du dir das an, dass du in der katholischen Kirche bist? Und da geht es schon los. Ne? Die Menschen wollen die individuelle Ebene gern sehen. Die wollen sehen, warum tue ich mir das an? Mhm. Aber Fakt ist, die Kirche tut mir etwas an. Weswegen ich laut bin und anfange zu sagen, so geht es nicht. Und dann, also, und das ist nichts, was Menschen im Individuellen wollen. Meiner Erfahrung nach wollen Menschen, dass es mir, also, dass ich, also, dass sie mir nicht unangenehm sind. Menschen wollen gerne mich korrekt ansprechen. Menschen wollen gerne auch lernen über andere, über Andersheit etc. Es wird dann bloß halt auf meine Person, also das Fehlen dieser Lernräume in der Struktur und das Gegenwirken der Struktur gegen solche Lernräume. Mhm. Also, dass das gar nicht so, dass zum Beispiel gesagt wird, ich komme ja selber Sachsen-Anhalt und Sachsen, da wurde jetzt an Schulen das Gendern mit Genderstern verboten. Solche Sachen, das ist strukturell vorgegeben, das führt dazu, dass das im Unterricht nicht besprochen werden kann von Lehrkräften und auch von SchülerInnen nicht adressiert werden kann. Ja. Und das führt dann auf einer individuellen Ebene dazu, dass Lehrkräfte teilweise schlechtere Noten geben werden, wenn das in Texten steht, mhm, etc. Aber eigentlich ist es die strukturelle Ebene, die das verboten hat. Und so ist es eben auch, also es ist ein Verbot, was es in einigen Bistümern in Deutschland, im Katholischen auch gibt, mhm, so eher inoffiziell, das wird nicht gegendert. Und dann passiert es auf zwischenmenschlicher Ebene, aber es lässt sich auf zwischenmenschlicher Ebene immer nur so weit im Individuellen ändern. Ich erzähle gerne, wenn ich gefragt werde. Ich kenne die ganzen Antworten auf die Fragen, die mir gestellt werden, oder tu wenigstens so, als ob ich die kenne oder sage, wenn ich es wirklich nicht weiß. Aber das wird immer nur im Individuellen was ändern, und was eigentlich sich verändern müsste, ist meines Erachtens die Struktur, in der wir leben. Und das ist eben noch nicht die Religion. Das ist nicht wie, ich glaube, die Religion kann beides. Religion kann das Schlimmste und das Allerbeste in Menschen, mhm, hervorfördern. Und deswegen gehe ich nicht aus der Kirche raus, weil ich sehe es gibt hier das Potenzial, das Allerbeste zu fördern. Es gibt hier das Potenzial, Schutzräume zu schaffen. Mit dem, was uns die Religion an die Hand gibt, wir müssen es bloß so machen, dass das funktioniert. Ich möchte aber trotzdem nochmal nachfassen, weil ich nämlich durch deine Antwort das Gefühl hatte, dass deine Mitmenschen, dass du da sehr positive Erfahrungen machst, dass aber auf dem Papier etwas anderes geschrieben steht. Ich habe in meiner Biografie, war es mir auch immer egal, ob da jetzt ein Gesetz verabschiedet, wo steht, alle Menschen sind gleich, ich spüre das aber nicht. Und andersherum konnte ich das auch viel besser ertragen, wenn vielleicht ein veraltetes Gesetz noch irgendwo steht oder irgendwelche veralteten Strukturen existieren, aber meine Mitmenschen ganz anders mit mir umgehen und ich mich wohlfühle. Und ich hatte in deiner Antwort das Gefühl, dass es eben vielleicht ähnlich sein könnte. Habe ich das falsch interpretiert? Ich meine, Heimat ist ein bisschen auch wie Familie. Klar fühlt man sich da nicht immer wohl. Und da sind auch viele Sachen, ne, vergangene Traumata etc., die aufgearbeitet müssen. Aber das passiert halt nur, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und ich denke, es gibt den Punkt, wo da ein legitimer Bruch passieren kann. Und das ist schmerzhaft für alle Beteiligten, aber das muss dann halt sein. Wenn sich die Kirche nicht verändert, jetzt zum Beispiel, dann muss ich halt gehen. In dem Buch, was du erwähnt hattest, Katholisch und Queer, reden da auch viele Menschen drüber, die sind dann halt gegangen, sind zum Beispiel in die evangelische Kirche gegangen, da durften sie heiraten. Aber die Heimat bleibt die katholische Kirche, und man fragt sich weiterhin, warum konnte ich dort nicht sein, wer ich bin? Also es ist dieses, was Religion einem eigentlich gibt, dieses bedingungslos angenommen sein. Und das schafft ganz automatisch in der Sozialisation, möchte ich behaupten, ein Heimatgefühl innerhalb dieser Religion. Und dann dieses aber nicht so. Das ist das. Und das passiert auch durch Menschen. Das ist nicht nur die Institution. Okay.
Also es ist sehr vielschichtig. Ich bin dagegen einfache Antworten. Das ist auch absolut in Ordnung, gibt ruhig komplizierte Antworten, aber ja. Dieser Punkt hat mich sehr interessiert. Die gleiche Frage würde ich dir stellen, aber ein Hinweis schon mal an euch und auch an meine Kollegin, ob vielleicht ein Handmikrofon bereit gemacht werden kann für die Fragen, die ich gleich in der ersten Runde zulassen möchte. Und ihr könnt euch innerlich darauf vorbereiten, so ein bisschen Mut fassen. Ich möchte eine Frage stellen, ich möchte was sagen, gleich kommt ein Mikrofon. Aber ich würde gerne deine Antwort zur selben Frage hören. Es ist insofern, also ich beantworte sie insofern ja aus einer anderen Perspektive, als dass ich ja jetzt natürlich gesprochen habe über die Mehrheitsgesellschaft als ein vermeintlich homogenes Kollektiv, das sie ja auch nicht ist, ja, und die Erfahrung einer jüdischen Lebensrealität. Und natürlich ist es aber auch so, dass sich auch jüdische Menschen natürlich in so einem, also, ne, wir haben jetzt die ganze Zeit über diese Frage der Fremdwahrnehmung gesprochen und eigentlich nie darüber gesprochen, was bedeutet es eigentlich, in so einem Community-Kontext jüdisch zu sein. Und da sind natürlich, stellen sich natürlich auch wahnsinnig viele Fragen, wie, also ich mache den Disclaimer, ich arbeite auch für eine jüdische Institution, ich arbeite für den sozialen Dachverband der jüdischen Gemeinden in Deutschland, das ist so analog zur Caritas oder der Diakonie für die jüdischen Gemeinden, tatsächlich auch schon eine Organisation, also eigentlich die einzige überregionale jüdische Organisation, die es seit über 100 Jahren gibt und die vor 100 Jahren auch teils von Frauenrechtlerinnen, jüdischen Frauenrechtlerinnen sehr stark geprägt wurde, unter anderem Bertha Pappenheim, die vielleicht einigen bekannt sein wird als die erste prominente Patientin von Sigmund Freud. Und diese Sozialpionierinnen haben sich tatsächlich auch aus einer jüdischen Perspektive damit befasst, wie Sozialarbeit einerseits auf einer Menschen, die Bedürfnisse haben oder die Unterstützung benötigen, auf eine Augenhöhe gebracht werden können, weil das eigentlich der jüdischen Sozialethik entspricht. Also Menschen nicht im Bedürfnis zu belassen, sondern sie auf eine Ebene zu bringen, auf der sie sich selbst helfen können, was wir heute ja eigentlich als Empowerment verstehen würden. Also Menschen in die Lage versetzen, sich selbst helfen zu können. Und für mich ist das deshalb interessant, für so eine Organisation zu arbeiten, weil man ja eigentlich immer meinen sollte, naja, jüdische oder generell Community oder Gemeindestrukturen sind eigentlich eher etwas Veraltetes. Interessanterweise ist aber gerade diese Organisation ein Beispiel dafür, wie viel harter Arbeit und was natürlich durch die Shoah auch an Erinnerung und auch an Überlieferung total verloren gegangen ist, mit wie viel harter Arbeit vor allem auch Frauen und im Übrigen auch queere Personen innerhalb dieser Strukturen eigentlich dafür getan haben, um auch soziale Gerechtigkeit und auch die Frage von gerechter Sozialarbeit voranzubringen. Und das ist für mich persönlich eine sehr große Inspiration, weil wir eben wenige solcher Vorbilder haben innerhalb der Community, weil wir sie eben selbst irgendwie wieder neu aufbauen müssen. Das ist das eine. Gleichzeitig ist es natürlich so, in allen religiösen Gemeinschaftsstrukturen, da ist wahrscheinlich wirklich keine Religion ausgenommen, gibt es natürlich bestimmte hierarchische Strukturen, gibt es patriarchale Strukturen, die bestimmte Fortschritte nur schleppend zulassen. Ja? Und das Problem oder die Schwierigkeit, diese in so einer verhältnismäßig kleinen Community zu benennen, hat natürlich auch immer was mit der Strukturschwäche oder auch mit der Unsicherheit, die von außen eben auch in diese Community eindringend zu tun. Das heißt, häufig ist es schwierig, zum Beispiel strukturelle Ungerechtigkeiten zu benennen, weil dann gesagt wird, na, aber wir haben noch ganz andere Probleme. Und das ist aber etwas, was wir heute definitiv auch als Derailing bezeichnen würden. Es gibt diese Probleme nicht ohne andere Probleme. Für mich ist das, du hattest den Jewish Women Empowerment Summit angesprochen. Das ist eine Veranstaltung für jüdische Frauen und nicht-binäre Personen, Transpersonen, die einen Raum suchen. Und da kommen wir schon in die erste Schwierigkeit. Wir machen das als
die drei jüdischen Dachorganisationen, eigentlich als Initiative von Personen innerhalb dieser Organisationen, die sich selber immer auch diesen Raum gewünscht haben und wissen aber ganz genau, dass wir auch davon abhängig sind, dass wir diese Räume schaffen können innerhalb unserer Organisation. Und das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade auch in so einem Kontext von einem synodalen Weg auch so ist. Ja? Also natürlich ist es total wichtig, Dinge fortschrittlich zu gestalten, aufzuarbeiten, Räume zu schaffen, aber unter welchen Bedingungen? Und das ist auf der einen Seite eine wahnsinnige Gratwanderung, aber gleichzeitig auch eine unglaubliche Bereicherung zu wissen, wie viele Menschen diese Räume dankend auch annehmen und sagen, ich hab mir das so gewünscht, dass es das gibt, dass ich nicht draußen oder außerhalb unserer Community, wo ich das Gefühl habe, dass ich einen anderen Teil draußen lassen muss, einen Ort finde, sondern ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass es einen Ort gibt, in dem ich jüdisch sein kann und über feministische Themen sprechen und queer sein und. Und das ist eine Gratwanderung, die immer gemacht wird, aber in dem Moment, in dem diese Räume auch wirklich geschaffen werden, und auch Tatsachen geschaffen werden, dass diese Räume existieren und dass Menschen diese Räume brauchen, weil sie diese Communities brauchen, dieser Schritt ist auch schwer wieder zurückzumachen. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, meine persönliche Motivation. Ich möchte auch den Abend und diesen Raum hier positiv hervorheben und bin jetzt mal so optimistisch, dass ich das als gutes Zeichen deute, dass wir hier von der Katholischen Akademie eingeladen wurden und genau diese Themen besprechen. Würdest du dem zustimmen? Sind das Räume, die so geschaffen werden, dass Dinge erlaubt sind und Dinge diskutiert werden können, die vielleicht ohne diese Räume nicht diskutiert werden können? Auf jeden Fall. Also überhaupt, dass es den Raum bekommt, dass Menschen kommen, um es sich anzuhören, ist halt, das ist schon sowas wie, das wäre undenkbar gewesen, als ich angefangen habe, über diese Themen nachzudenken. Wann war das? Ich würde sagen, jetzt rein von Feminismen her, wahrscheinlich so mit 14, 15. Wahrscheinlich aber ins Wort viel später, weil bei uns gab es die ganzen Wörter nicht auf dem Land. Und so. Aber damit wir jetzt zurückrechnen können, müssten wir noch wissen, wie alt du bist. Richtig, ich werde diese Woche 27. Okay. Also es ist schon über 10 Jahre her, dass ich angefangen habe, drüber nachzudenken. Aber da ist dann halt auch wieder der Unterschied Stadt, Land. Ich konnte am meisten über feministische Themen und über queere Themen in meiner katholischen Gemeinde mit den anderen Jugendlichen sprechen, weil da irgendwie durch das Christliche, durch dieses, wir waren alle so vereinzelt und immer die Einzigen, die hat sich das angeboten, darüber zu sprechen. Da habe ich kaum Widerstände erfahren, Widerstände eben eher von den gefestigten Erwachsenen, die da andere Ansichten auf die Religion auch hatten. Und ich bin immer froh und dankbar zu sehen, dass sich das wiederholt quasi. Also dass es die Studierendengemeinden, die Akademien etc. sind, die solche Räume möglich machen, wo die Themen diskutiert werden. Dazu habe ich noch eine Frage mitgebracht, die stelle ich aber jetzt nicht, weil ich mein Versprechen halten möchte. Jetzt wäre die Möglichkeit für die mutigen Personen hier im Raum, die ersten Fragen zu stellen. Ich weiß, dass, wenn man es nicht so gewöhnt ist, dass das ein bisschen Überwindung kostet, ins Mikrofon zu sprechen, aber vielleicht gibt es ja schon Erfahrene hier. Wer würde denn gerne eine Frage stellen wollen? Da sehe ich eine halbe zurückhaltende Meldung. Dann nehmen wir erstmal die und meistens ist es der Eisbrecher und dann nehmen wir weitere. Ich habe nur eine Bitte, jetzt bin ich so gemein. Ich bitte um Fragen, möchte aber auch trotzdem eine Einschränkung mit auf den Weg geben. Bitte versuchen, die 60 Sekunden nicht zu sprengen. Das Zeitgefühl am Mikrofon ist meistens verzerrt. Bitte schön. Ich arbeite als Hebamme und Frauenarbeiterin, sage ich mal so, im weitesten. Ich bin sehr geübt darin, professionell Räume zu erzeugen, die Sicherheit machen. Auf dem Marktplatz, im Treppenhaus, da wo die Frauen gebären, bluten, stillen, heulen, egal wo, da ist, ne, da begegne ich und da entsteht ein Raum und den muss ich sicher gestalten. Das ist Teil meiner Profession. Ich weiß, es gibt auch andere Professionen, die sowas können. So, also, und ich bin darüber gestolpert, dass du eben gesagt hast, ein sicherer Raum, wo Freiheit ist. Und das ist, und dann habe ich gedacht, ja, feministisch sind wir ja da seit den 70ern sozusagen schon dran zu kapieren, dass die sicheren Räume für uns Frauen
alles andere als sicher sind. Ja? Also die sind Zuschreibungen, die sind eng, die sind gewalttätig, gewaltvoll, die sind gefährlich und die sind begrenzend. Und die Sicherheit entsteht im Prinzip in der Person, im Rausgehen aus diesem Raum. Und also das ist mir aufgefallen, dass ich da schwimme in der unglaublichen Bewunderung dafür, dass ihr hier ja sitzt und sagt, ich gebe da jetzt was in einen offenen Raum, in eine Öffentlichkeit, was genau vor 15, 20 Jahren so noch nicht diskutiert hätte werden können oder nicht so. Das finde ich toll und das kommt mir auch entgegen, weil ich ja auch da sozusagen Räume auch für meine Frauen sehe. Ja? Aber ich fand das paradox und da würde ich gerne wissen, wie stellt ihr euch diesen sicheren Raum mit großer Freiheit vor? Und das fand ich ein Paradox. Also, geht die Frage an beide? An beide eigentlich. Okay. Also das Paradox im, ja. Kannst du die, ich, vielleicht habt ihr die Frage verstanden? Ja, okay, ich so halb. Okay, aber ich muss ja auch nicht antworten. Danke für die Frage. Und bitte für die erste mutige Person einen Applaus. Ich habe zuletzt geredet. Dankeschön, vielen Dank. Wer möchte beginnen? Also, ich erlaube mir, dass du jetzt einfach auch mal, dass dir die Regel aufgestellt. Sonst einfach protestieren, wenn es nicht passt. Sicherheit und Freiheit ist immer eigentlich ein Gegensatz. Und gleichzeitig entsteht ja eigentlich auch aus der Gestaltung sicherer Räume, ja, oder aus der bewussten Gestaltung von Räumen, in denen man sich sicher fühlen kann, eigentlich, oder steht ja hinter denen dieses Bedürfnis, sich in dem man sich normalerweise unfrei fühlt, auch frei fühlen zu können. Laura, verzeih mir bitte. Nur damit zu abstrakt. Vielleicht nur für mich, ja. Aber nur, um nochmal klarzustellen, was vielleicht mit diesem Kontrast gemeint ist. Also ein sicherer Raum kann dieser Raum sein, in dem ich alle Türen zumache und sage, hier kommen nur die Leute rein, die rein sollen und dürfen. Und dadurch schließe ich aber auch sozusagen mich aus dem, was draußen in der Freiheit passiert. Verstehe ich das richtig, dass dieses Paradox. Ich muss jetzt gucken, dass ich nicht zu weit aushole, weil man sieht es ja auch an dem Titel. Ich habe mein Buch Sicher sind wir nicht geblieben genannt und der Titel hat schon ungefähr 4 Bedeutungen. Ja, also für mich ist Sicherheit ohnehin etwas, was für mich persönlich eine ganz eigene Bedeutung hat, was irgendwie kollektiv, community-basiert eine bestimmte Bedeutung hat und gesellschaftlich eine Bedeutung hat, auf ganz vielen Ebenen. Und deswegen finde ich es total schwer, über diesen Begriff ganz konkret jetzt zu sprechen. Was ich sagen kann, ist, wenn wir über dieses Konzept der Safer Spaces sprechen, das ja in pädagogischen oder in Empowerment-Kontexten genutzt wird, um die Möglichkeit zu eröffnen, bestimmte Aspekte besprechen zu können, von denen man das Gefühl hat, dass sie marginalisiert werden oder dass Menschen verunsichert werden, wenn sie diese Aspekte in Räume reinbringen, dann steht hinter der Erzeugung oder hinter der Kreation dieser Räume das Bedürfnis oder die Idee dahinter, Menschen ein Gefühl zu geben, dass sie in diesem Aspekt, in dem sie sich immer normalerweise unsicher fühlen, ein gewisses Freiheitsempfinden erleben können und frei darüber sprechen können und frei sich darüber austauschen können. Ah, okay. Und aus diesem Gefühl der Freiheit entsteht quasi dieser Sicht, also kann dieser Raum gehalten werden. Aber natürlich bleibt es ein Paradox, deswegen sage ich, ich würde mich jetzt stoppen. Nein, aber ich habe es richtig verstanden, weil gleichzeitig, wenn ich das nur in einem Safer Space tun kann, habe ich ja nicht die Freiheit, das außerhalb dieser... Nicht unbedingt, das würde ich nicht zwingend sagen. Viel, was in solchen Räumen entsteht, befähigt Menschen ja auch dazu zu sagen, ich habe erstmal für mich verstanden, dass ich nicht die einzige Person bin, die so denkt oder so fühlt. Ich habe für mich verstanden, dass es Menschen gibt, mit denen ich mich austauschen kann. Ich habe verstanden, dass in dieser Erfahrung tatsächlich auch eine Gewalt oder ein Schmerz liegt. Und wenn ich nach draußen gehe, dann weiß ich jetzt, du hast die Sprache angesprochen, dann habe ich jetzt eine Sprache dafür, um das überhaupt erstmal zu benennen, dass da eine Grenzüberschreitung gemacht wird. Ja, wenn ich jahrelang nicht wusste, dass es
eigentlich Gewalt ist, wenn Menschen fragen, das ist aber schon komisch, was ihr da immer macht oder seid ihr nicht alle reich oder warum macht ihr eigentlich das mit den Kindern da in Palästina, dann ist das erstmal eine verbale Gewalt, die überhaupt nichts mit mir als Person zu tun hat, sondern mit der Projektionsfläche, die mir quasi in so einem Raum zugeschrieben wird. Und bis ich mich nicht mit anderen Menschen darüber ausgetauscht habe, dass denen das auch passiert, noch bevor Menschen überhaupt wissen, wer diese Leute sind, weiß ich nicht, was das eigentlich meint. Weiß ich nicht, dass es in diesem speziellen Fall, aber genauso könnten wir über andere Diskriminierungsformen sprechen, in diesem speziellen Fall, dass Antisemitismus ist und das verbale Gewalt ist, die gegen eine Person gerichtet ist, die eigentlich überhaupt nicht jenseits dieser Zuschreibung bisher gesehen wurde. Und in dem Moment, in dem ich mich in diesem Raum ausgetauscht habe, verstanden habe, hey, vielleicht haben wir eine ähnliche Erfahrung gemacht. Hey, vielleicht hatten wir das Gefühl, dass wir das beide total scheiße fanden. Und erlebe ich die Freiheit, dass es nicht nur ich bin, die sich irgendwie nicht gut genug erklärt hat, habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, so, und jetzt gehe ich beim nächsten Mal, gehe ich in diesen Raum rein und habe die Wahl und habe eine gewisse Freiheit, mich entweder dieser Situation rechtzeitig zu entziehen oder was zu sagen. Oder ich kenne eine Struktur, die mich dabei unterstützt, diesen Fall aufzuklären oder was auch immer es ist. Ist es auch wichtig, die Frage zu stellen, ob die Person, die das äußert, weiß, dass es antisemitisch ist? Das kommt auf die Situation an, das kann ich so pauschal gar nicht sagen, weil es gibt Situationen, in der gibt es tatsächlich eine Peer-Ebene, in der weiß ich vielleicht, okay, hier mangelt es einer Person an Wissen und es gibt eine Situation, in der ich nicht den Bildungsauftrag erfüllen möchte und es gibt Situationen, in der tatsächlich auch eine Androhung von Gewalt im Raum steht. Das heißt, es ist nicht an mir zu entscheiden, was ich der Person jetzt zuschreibe, sondern es ist auch an mir zu wissen, wann widerfährt mir etwas, wovon ich weiß, dass es eine Unsicherheit bedeutet und wie viel davon kann ich aushalten. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen so dieses, das ließe sich jetzt wirklich, ich habe es jetzt an diesem Beispiel versucht zu konkretisieren, aber es ließe sich auch auf andere Diskriminierungsformen anwenden. Mara. Ich denke tatsächlich auch sehr viel über Schutzräume nach, gerade Safe Spaces. Da bin ich auch teilweise eingeladen, mit katholischen Gemeinden, vor allem Studierendengemeinden, über Safe Spaces zu sprechen. Die möchten das gern sein für queere Menschen. Und Bildungsräume sind aber in der Regel keine Safe Spaces. Weil Bildungsräumen begegnen Menschen, die sich unsicher sind mit den Themen, über die wir reden, Fragen stellen können, die uns unsicher machen in dem Kontext. Ist das hier ein Bildungsraum? Würde ich behaupten. Also Podien oft, Veranstaltungen von Akademien, die in Bildungsräumen direkt angelegt sind, sehe ich schon als Bildungsräume und die gehe ich rein wissend. Wir hatten uns auch vorher darüber unterhalten, dass Fragen gestellt werden könnten, die in einem privaten Kontext für mich nicht in Ordnung wären und mir wehtun würden auch, aber die ich in einem Bildungskontext viel besser auffangen kann. Deswegen stärkt es mich auch ungemein als Person und in meiner Identität, wenn ich in solche Bildungsräume gehen kann, so. Weil ich das Gefühl habe, meine Rolle ist klar. Ich weiß gerade genau, was ich sagen kann, mit welcher Autorität ich das sage und wie gefragt wird, nämlich mit Unsicherheit und mit dem Bedürfnis, was zu lernen oder sich was sagen zu lassen. Und das gibt eine totale Sicherheit für mich. Obwohl es ein unsicherer Raum ist. Ja. Und ich glaube, da spielt wieder dieses Paradox zusammen, dieses so, es gibt die Freiheit, dass Fragen gestellt werden können und es gibt mir die Freiheit, mir die Sicherheit, aus einer Rolle heraus zu antworten. Und dann ist das, also könnte man sagen, ist das ein safer Space, wenn ich mir vorher sicher sein kann, dass eingeschritten wird bei bestimmten Fragen, deswegen hatte ich das auch gesagt, also hatten wir das vorher auch abgesprochen, etc. Und dann gibt es noch die Frage, was ist mit, also ich glaube, das schneidet sich dann auch so ein bisschen, was ist mit Religion? Was ist mit religiösen Orten als Schutzräumen? Und da mache ich interessante Zwischenerfahrungen, weil oft ist der Gottesdienst ein Schutzraum individuell für die Begegnung mit dem Göttlichen. Aber Gottesdienste, so wie wir sie traditionell feiern, sind oft normiert in einer Sprache, die für viele nicht zugänglich ist. Und nicht nur in der wortwörtlichen Sprache, sondern auch in der Bildsprache, in der Ritualsprache, schon allein im Katholischen, das verstehen alle, dass nur der Mann als Repräsentant des Göttlichen gesehen werden kann, versperrt so vielen den Zugang zur Religion und zu was Spirituellen und auch zu sich selbst oder an irgendeinem Punkt zu Heimat, zu Familie. Und Räume aber zu schaffen, in denen sich das abwechselt, in denen
auch die Sprache sich verändert, indem wir zum Beispiel von der patriarchalen Vater-Sohn-Geist-Sprache wegkommen zu einem das Göttliche, Menschliche und Spirituelle etc. Das verunsichert wiederum Leute, die sich total wohlfühlen in der patriarchaleren Sprache. Und dann ist das für die kein sicherer Ort mehr. Also ich denke, es braucht dieses Zusammenspiel aus, ich habe vielleicht kleine Gruppen, in denen ich zusammen was mache, was uns diese Sicherheit gibt, aber gleichzeitig achte ich darauf, dass das kein geschlossener Raum wird, der sich nicht mehr öffnen kann nach außen hin, sondern ich schaue, ist da auch Austausch, ist da auch Lernen, und das kann an vielen Orten eben durch Bildungsorte passieren. Oder halt auch, wenn es dann ist, ich habe so viele Erfahrungen mit Frauengruppen schon gemacht, weil ich oft von Frauengruppen gerade bin ich 4 Monate auf Testosteron, mittlerweile werde ich männlicher gelesen, aber vorher wurde ich halt als Frau wahrgenommen. Und obwohl Menschen wussten, dass ich nicht binär bin, dass ich trans bin, wurde ich halt immer wieder eingeladen in Frauengruppen, was mich auf der einen Seite gefreut hat, weil ich eine weibliche Sozialisation habe und ich kenne den Wert von Räumen, die von Frauen für Frauen geschaffen sind. Aber ich habe mich immer schon unwohl in diesen Räumen gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin Eindringling, weil ich halt keine Frau bin. Und es ist richtig schwer, das zu erklären, aber Frauen, die eine super gute Absicht haben, mich einzuladen in den Frauenraum, dass ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob ich da sein soll und ob alle sich damit wohlfühlen. Thematisierst du das dann? Das thematisiere ich dann vorher, weil häufig ist es so ein, also da sind wir dann schon bei Sachen, wie können Räume geschaffen werden. Es reicht halt nicht zu sagen, alle sind willkommen. Das macht der Katholizismus schon immer. Aber dann ist es aber. Alle müssen nach unseren Regeln spielen. Es muss sich vorher damit auseinandergesetzt werden. Es muss halt gefragt werden, also ich habe es jetzt schon rausgehört, wenn es ein Komitee ist für nicht-binäre Menschen und Frauen, dann muss vorher klar sein, es war bestimmt vorher ein Ort nur für Frauen, der dann zu einem Ort für Frauen und nicht-binäre Menschen geworden ist, dann muss klar sein, fühlen sich alle Frauen damit wohl, dass auch nicht-binäre Menschen wie zum Beispiel ich da sind, die maskulin präsentieren. Das kann Leute triggern in Frauenräumen. Und das ist dann unangenehm für alle Parteien, deswegen muss das vorher besprochen werden. Was ist der Sinn und Zweck, eine bestimmte Gruppe mit dazu zu holen, mit einzuladen? Und wenn diese Gruppe, warum dann nicht auch eine andere? Also, und das sind dann schwierige Fragen, wo es dann plötzlich halt nicht mehr ein sicherer Raum ist, so wie wir treffen uns nur. Und dann macht das ganz große Konflikträume auf, was es dann wieder schwer macht für mich, Akzeptanz zu finden für die Themen, weil Leute dann so sind, nein, das ist mir zu kompliziert, ich wollte hier nur ein nettes Angebot machen und plötzlich kommt dieser ganze Batzen noch mit dran. Aber da sind wir wieder beim Bildungsaspekt, den brauchst du dann halt wieder, damit das... Also ich bin persönlich sehr dankbar dafür, dass ich auch mit der Unsicherheit, die ich fühle, euch Fragen stellen darf und ihr für das Gespräch heute Abend hier seid. Das schon mal an dieser Stelle. Aber eine Frage wurde gestellt, vielleicht kommt die zweite Frage schneller von euch. Gibt es eine weitere, die ihr stellen möchtet? Gibt es eine Person, die vielleicht gerade spürt, ich würde gerne, ich traue mich aber nicht, die Person möchte jemand. Erste Reihe. Gibt Kilometergeld für Merit. Hi, ich hoffe, ich kann die Frage so formulieren, dass ihr es checkt, beziehungsweise du, Mara, ich habe die Frage nämlich an dich. Du hast über religiöse Schutzräume gesprochen und ich habe mich gefragt, inwiefern, so wie ich die Kirche kennengelernt habe, hat die Kirche immer auch einen missionarischen Auftrag. Und inwiefern missionarische Arbeit Schutzräume kaputt machen kann oder inwiefern missionarische Arbeit in Schutzraum stattfinden kann und Freiheit trotzdem gewährleistet ist. Weil, wie ich es verstanden habe, ging es immer ganz viel um Menschen, die schon Bezug haben zur katholischen Kirche, die betroffen sind, die Schutzräume aufsuchen. Aber es gibt ja auch vielleicht Menschen, die Zugang zu der Religion gewinnen wollen in diesen Schutzräumen, die noch keine Berührung hatten davor. Ja, ich finde Mission ein sehr schwieriges, vorbehaftetes Thema, muss ich dazu sagen. Also da hat die katholische Kirche noch sehr viel aufzuarbeiten, was Kolonialismus etc. angeht und auch was jetzt noch, wie Mission funktioniert im Ausland. Schwierige Fragen. Aber ich mache jetzt mal Mission. Also wie sieht Mission aus am Beispiel der allergrößtenteils konfessionslosen ostdeutschen Bevölkerung, wo ich also quasi in der Minderheiten, aber nur im Religion Christentum mich bewege.
Da ist ein Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo die katholische Kirche ständig, also da gibt es nur 2% oder also super viele, wenige KatholikInnen, aber es gibt ständig die Anfragen, die zeigen, hier ist ein Wille da, sich auseinanderzusetzen mit Lebensfragen. Nicht der Wille, katholisch zu werden, aber ein Wille, sich mit den Sachen, also es ist ein Bedürfnis nach der Sicherheit, die religiöse Kontexte schaffen. Zum Beispiel fragen nicht-christliche Eltern für ihre Kinder Taufe an. Oder Menschen, die sagen, wir kommen nicht mehr klar mit dem Konzept der Jugendweihe, was damals in der DDR eingeführt wurde als Ritual von Übergang ins Erwachsenenalter. Wir möchten gerne das bei der Kirche mitmachen. Und da sagt die Kirche, wollen Sie sich taufen lassen? Ich so, nein. Und für mich ist Mission, wenn die Kirche dann aber sagt, okay, das ist in Ordnung, Sie können nicht unsere Rituale mitmachen, weil das ist nun mal für Leute, ne, die diese Religion annehmen, aber wir stellen hier Räume zur Verfügung, in denen wir drüber reden, in denen wir das wissen, was wir aus unserer Religion, wie wir die Welt sehen, wie wir das zur Verfügung stellen und wo trotzdem sich über Sinnfragen ausgetauscht werden kann. Passiert das, ist, oder sollte das passieren? Das passiert in der katholischen Kirche in Sachsen, das nennt sich dann Lebenswendefeier und dafür dürfen die Sakralräume genutzt werden. Das ist richtig ein... Wir nehmen euch an die Hand und wir reden ein bisschen Sinn des Lebens, ne? Und was gibt es für Konzepte? Wie antwortet unsere Religion darauf? Und am Ende kann eine Übergangsfeier gemeinsam gestaltet werden, aber es muss kein Eintritt in die Religion stattfinden. Das ist für mich, wie Mission funktionieren sollte. Und was auch ein schönes Beispiel ist für, wir öffnen uns der Welt und die Welt kann zu uns kommen, im Gegensatz zu, wir sagen der Welt, wie es funktioniert und alle, die es nicht sind. Ich frage ganz unwissend, ja. Ist das jetzt ein Beispiel für eine Kirche oder gilt das dann, also wenn das in einer katholischen Kirche praktiziert wird, für alle katholischen Kirchen? Das gilt nicht für alle katholischen Kirchen. Das ist ein ganz besonderer, Rahmen. Die katholische Kirche Deutschland ist sowieso weltkirchlich gesehen besonders, so auch wie unser Staat-Kirche-System funktioniert. Also es ist auf der einen Seite eine extrem reiche Kirche, auf der anderen Seite eine, die sehr kritisch gesehen wird von der Weltkirche, weil so liberal vergleichsweise. Und dann haben wir noch in der Ostdiaspora eine ganz besondere Situation, dass es halt super wenige KatholikInnen nur noch gibt und die Kirche mal schauen muss, wie haben wir noch Legitimität in der Gesellschaft. Wenn jetzt in den Wahlprogrammen vielleicht demnächst drinsteht, bei AfD etc., Religionsunterricht an Schulen abschaffen, wie können wir uns noch halten? Also so, das sind so Fragen, die sich darstellen und ich glaube, das sind Fragen, die die Kirche in Deutschland zukünftig auch großflächiger beschäftigen werden, weil wir ja jetzt unter die 50% gefallen sind und das vielleicht einen positiven Wandel geben wird, was das angeht. Ich bleibe meinem Motto treu, alle guten Dinge sind drei. Eine dritte Frage würde ich jetzt noch zulassen, ansonsten gibt es gegen Ende noch die Möglichkeit. Da. Ja, ihr hattet beide irgendwie so zwischen den Zeilen erwähnt, dass ihr auch immer mal wieder so auf einen bestimmten Teil eurer Identität irgendwie reduziert werdet. Laura, du hattest irgendwie gesagt, ja, und manchmal habe ich auch keine Lust, Bildungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, Mara, du hattest das angesprochen im Kontext von den Safer Spaces und so weiter. Und ich habe mich gefragt, und ich hoffe, das ist keine zu persönliche Frage an sich, aber wie das so gelingen kann, nach außen zu zeigen, vielleicht manchmal, dass man eben gerade nicht irgendwie in dieser Identitätsfacette gerade dastehen möchte und sich erklären möchte oder irgendwie als Expertin, Experte da gerade fungieren möchte. Dankeschön. Laura, ich würde jetzt einfach mal sagen, du bist dran. Mara, du hattest das eigentlich ja schon gesagt, ne? Also du hast es eigentlich wirklich vorhin auf den Punkt gebracht mit diesem, es gibt bestimmte Dinge, die mich in privaten Kontexten verletzen würden, die ich aber in meiner geklärten Rolle, in der ich sitze und auch bereit bin, mich also in eine bestimmte Auseinandersetzung hineinzugehen und auch weiß, dass Menschen Fragen haben, die sie aber jetzt in einer anderen Hierarchie hier gerade dann mir stellen, in der ich eine Rolle annehme, ist eigentlich, also dem gibt es eigentlich fast nichts hinzuzufügen, aber was ich vielleicht noch sagen würde, ich sehe das auch bei vielen jüdischen Jugendlichen, so die Entscheidung dafür, etwas zu machen, was mich in so eine Rolle versetzt, hat was total Empowerndes. Weil
diese in einem privaten Raum eine Frage, die anderen Personen, die nicht geoutet werden, nicht gestellt werden würden, immer was Übergriffiges hat. Und also immer quasi schon eine Hierarchie aufmacht an einer Stelle, an der eigentlich eine Peer-Ebene sein sollte. Weil auf einer Peer-Ebene würde immer erstmal eine Frage oder ein Gespräch kommen, das ein Interesse an der Person signalisiert und dann eine Bitte darum kommen, etwas zu fragen, was möglicherweise also auch eigentlich zu viel sein könnte. Also die Awareness darüber, dass es eigentlich schon too much ist und dass dahinter aber eine ehrliche Neugierde steht, macht ja ganz viel mit einem Gespräch. Aber in den meisten Fällen ist das eben einfach nicht so. In den meisten Fällen wird eine Frage gestellt mit einer Selbstverständlichkeit, dass hier aus einer Normposition gefragt wird, die nach etwas anderem fragt. Und wenn das in einer Situation geschieht, in der ich gar nicht die andere sein möchte, sondern ich bin auf einer WG-Party, in einem Club oder sonst irgendwo, an der Uni, in der Schule, dann habe ich das Gefühl, diese Dinge passieren ja auch wirklich in tatsächlich hierarchischen Kontexten, in denen ich weiß, also ne, auch aus einer weiblichen Perspektive, in der ich weiß, wenn ich jetzt falsch antworte, dann könnte mir das zum Nachteil geraten. Das heißt, solche Abhängigkeiten werden ja auch ausgenutzt, in denen man vielleicht nicht einfach sagen kann, ich habe keinen Bock darauf jetzt zu antworten. Und ich kann meiner Lehrkraft vielleicht nicht sagen, finde ich scheiße, was Sie mich da gerade gefragt haben. Oder wissen Sie eigentlich, dass das eigentlich rassistisch, transfeindlich oder antisemitisch ist, was Sie da gerade gesagt haben? Aber in der Rolle, in der klar ist, dass ich mir die Rolle selber ausgesucht habe, dass ich sage, ich setze mich auf ein Podium, mache Bildungsarbeit, mache einen Workshop, weiß ich ja, was auf mich zukommt. Und die Rolle anzunehmen bedeutet auch, sich ein bisschen damit auch auseinandersetzen zu wollen, nur eben in einer Rolle, in der man sich quasi selbst wieder auch so ein bisschen die Macht zurücknimmt, das auch aushandeln zu können. Im Gegensatz zu Situationen, in denen auch häufig einfach nur Ohnmacht besteht. So würde ich das beantworten. Vielen Dank für die erste Fragerunde. Eine zweite Möglichkeit wird es bald nochmal geben gegen Ende. Habe ich was verpasst? Wolltest du darauf auch antworten? Entschuldige bitte. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass im privaten Raum so, im Nachhinein ist man immer schlauer. Im Nachhinein, also das ist auch so eine Sache definitiv, wo ich versuche, mich abzuhalten, im Nachhinein zu überlegen, was hätte ich jetzt Richtiges sagen müssen. Weil das Problem, das gebe ich auch allen mit, die aus Versehen so eine Frage stellen. Und das, also das ist einfach nur, ne, ich weiß, warum das passiert. Ich kann das nachvollziehen. Aber wenn, also so, ich denke wirklich im Nachhinein sehr viel drüber nach, ob ich falsch geantwortet habe. Und es ist wirklich gut im Kopf zu haben, dass eine Person nicht für eine Gruppe sprechen kann, wenn sie im privaten Kontext da ist. Und darüber schon ein Bewusstsein auszudrücken, während die Frage gestellt wird, ist super wichtig, um den Druck rauszunehmen. Also das ist jetzt für die fragestellende Seite. Und für die Seite, der die Frage gestellt wird, wo man plötzlich das Gefühl hat, dann kommt man nämlich plötzlich in ein Pflichtgefühl. Man hat das Bedürfnis, ich muss jetzt antworten, sonst ist es schlecht. Wenn ich negativ reagiere, wird das gleich auf die ganze Gruppe projiziert. Und solche Sachen, und es ist super schwer zu reagieren. Ich bin manchmal so frech und sage, ich habe das Gefühl, das brauchst du nicht von mir hören, das könntest du auch erst mal googeln. Weil das klingt so, als ob du keine Ahnung hast. Also in einem freundschaftlichen Kontext kann das funktionieren. Mhm. Oder also so ein Verweis halt einfach darauf. So, ich habe das Gefühl, wenn du nicht weißt, was nicht binär ist, dann google das mal. Ich glaube, so viel Scheiß kommt da nicht. Mhm. Erstmal. Also aber könnte es auch ein subtiles und sehr schlecht kommuniziertes Interesse an deiner Person sein und gar nicht nur an der Frage? Kann man dann nachsetzen. So wie, und wenn du es gegoogelt hast und dann auch irgendwie Fragen hast, können wir uns mal dafür verabreden, dass ich dir was dazu erzähle. Und dann wird das ein Termin. Und dann kann ich mich persönlich vorher darauf einstellen, dass das so laufen wird. Deswegen habe ich auch immer gerne Fragen schon im Vorhinein. Weil es ist dann halt eine Situation, in der meine Expertise gefragt ist. Und an die gehe ich anders ran als an ein Abendgespräch. Und diesen Unterschied klar zu machen für Menschen hilft manchmal. Weil die Absicht oft eine gute ist, die einfach nur in dem Kontext verfehlt ist. So wie, was du mich fragen kannst, sind halt andere Fragen, die sich bestimmt ergeben, sobald du das 5 Minuten gegoogelt hast.
Ich verstehe schon, warum man das lieber von anderen Leuten hört. Das ist viel weniger umständlich. Ich muss nicht raussuchen, was sind hier die Seiten. Ohne jetzt jemanden in Schutz nehmen zu wollen, richtig. Aber es ist ja auch lebendiger mit einer Person darüber. Richtig. Aber es ist eben auch eine Anmaßung in dem Moment. Und das zu kommunizieren fällt nicht immer leicht. Manchmal ist es dann auch so wie, manchmal bin ich auch so, oh, ich glaube, ich hat jemand gerufen. Nein, also manchmal, also es ist super wichtig zu wissen in dem Moment, sobald ich so einen Druck verspüre, sobald mir das irgendwie unangenehm ist, ist es für mich wichtig, mich erstmal kurz rauszunehmen. Und wenn man so einfach, ich glaube, ich muss mal kurz drüber nachdenken, ob ich das beantworten will. Schon das zu kommunizieren kann helfen, meiner Erfahrung nach, dass die Situation für einen selber eben weniger unangenehm ist. Vielleicht darf ich nur noch einen Satz ergänzen, an dem das vielleicht so, also an dem das vielleicht auch noch plastisch, für mich plastisch wird. Und das, die Beispiele, die ich habe nochmal drüber nachgedacht, über die Beispiele, die ich vorhin gebracht hatte. Dieser Druck, für eine Gruppe sprechen zu wollen, der drückt sich meistens auch schon in der Sprache aus. Und das macht die Nuance auch aus. Also der Übergriff, den jüdische Personen häufig beschreiben, der beschreibt sich auch daran, dass sie adressiert werden mit "aber ihr". Und das bedeutet, dass eine individuelle Person quasi als ein Kollektiv wahrgenommen wird und jetzt repräsentativ sprechen muss, genau wie du es eben auch gesagt hattest. Ja, der Druck, der dadurch aufgebaut wird, wenn ich jetzt etwas Falsches sage, dann habe ich das Bild, das möglicherweise schon schlecht war oder das so abstrakt war. Ich habe jetzt I have this one shot, one opportunity, und wenn ich das jetzt verkacke, dann ist quasi, dann habe ich die eine Möglichkeit, Sichtbarkeit zu schaffen für diese Perspektive, habe ich nicht erfüllt. Und das ist etwas, das kann ja gar kein Mensch erfüllen. Ja? Damit wird ja quasi schon auch, also damit wird schon eine Hierarchie aufgebaut, die eigentlich überhaupt gar nicht zu überbrücken ist. Das kann ich mir als sehr großen Druck und eine große Verantwortung auch vorstellen, dass das manchmal ermüdend sein kann. Mhm. Ich wage nochmal einen Bruch und möchte zu der Frage, die im Veranstaltungstitel drin steckt, nochmal zurückkommen, ob man nämlich religiös und progressiv gleichzeitig sein kann. Und es mag sein, dass es jetzt, das sind keine validen Zahlen, sondern einfach nur mein Eindruck, ich spreche für die Bundesrepublik, dass in den jüngeren Generationen Religion immer mehr zur Tradition wird und gar nicht mehr so die große Rolle spielt. Das ist jetzt meine Behauptung, die ihr gleich auseinanderdröseln könnt und widersprechen könnt. Meine Frage ist aber, wie wichtig ist die Rolle der religiösen Communities, wenn es um gesellschaftlichen Wandel geht und um demokratische Prozesse. Ist diese Community überhaupt noch groß genug und wichtig genug und auch der richtige Ort? Ich würde gerne mit dir beginnen. Ha. Also aus einer Minderheitenperspektive ist die jüdische Community schon für viele Jugendliche zum Beispiel ein wichtiger Sozialisationsraum. Können sich die meisten Jugendlichen mit streng religiösen, und zwar sowohl, also streng religiösen im orthodoxen wie im liberalen Sinne, auch da gibt es ein Spektrum, ja, des Observanten und Nicht-Observanten, so mit so einer Lebensrealität auseinandersetzen. Ich glaube, die meisten würden das mit Nein beantworten. Und dennoch liegt in der Möglichkeit, auch Praxis zu erfahren, jüdische Lehre zu verstehen, auch viel, also einerseits natürlich eine Frage von Zugehörigkeitsgefühl, an der für viele jüdische Kinder beispielsweise oder Jugendliche an der Stelle fehlt möglicherweise ein anderes Zugehörigkeitsgefühl. Das heißt, an der Stelle ist es nicht unwichtig, aber auch ist es natürlich, kann es ein total wichtiger Anker sein in Zeiten, in der vieles sehr, sehr unsicher ist. Und damit meine ich nicht nur, wenn ich jetzt an Gott glaube, dann fällt es mir leichter, die Angst vor der Klimakrise zu bewältigen, sondern auch, wenn ich einen Zugang zu einer Erklärung habe, die mir hilft zu verstehen, warum bestimmte Dinge auf der Welt so komplex sind, dann hilft es mir dabei, weniger Angst zu haben. Also die Frage der Gottesgläubigkeit ist beispielsweise im Judentum gar nicht so per se eine zentrale, auch wenn es natürlich ein zentrales Glaubensbekenntnis gibt, das sich um das eine Göttliche dreht. Aber ich würde sagen, wenn wir von jüdischer Community sprechen, dann ist eine Zuwendung zum Judentum eine
Eine Frage der Lehre, der Sozialisation und der Community-Orientierung, die viel zentraler ist als die Religion selbst. Das werden viele Geistliche auch nicht gerne hören wollen. Und der zweite Aspekt ist natürlich, auch im Judentum, genauso wie in anderen Religionen, müssen wir uns auch mit dem Missbrauch von Religion und mit der Instrumentalisierung von Religion befassen und was im Namen dieser Religion gemacht wird. Und das ist etwas, das beschäftigt diese Community genauso wie andere auch. Und es beschäftigt sie auch zunehmend. Und das ist etwas, was natürlich es nicht einfacher macht, mit der Auseinandersetzung umzugehen, was bedeutet Religion eigentlich für mich. Ich würde aber dennoch sagen, dass so die kulturelle und auch die spirituelle Praxis, jüdisch zu sein, für viele wirklich etwas ist, was an eine Stelle tritt, wo sonst nichts ist. Und ich glaube, dass das für viele Kinder und Jugendliche, ohne jetzt für die muslimische Community sprechen zu wollen, auch schon ein wichtiger Aspekt ist. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass es Räume gibt, in denen auch progressive Themen verhandelt werden, weil sie ansonsten auch von Menschen instrumentalisiert und auch missbraucht werden, die dogmatisch und die auch ideologisch diese Räume nutzen, um Menschen zu mobilisieren. Werden denn progressive Themen behandelt in diesen Räumen? Ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Hättest du ein Beispiel, was sich auf Demokratie bezieht? Ein Beispiel, das sich auf Demokratie... Schwierig. Ich würde sagen, also was sind progressive Themen? Progressive Themen sind Zukunftsthemen, progressive Themen sind inklusive Themen. Und vielleicht auch eine Offenheit? Ja, sicherlich. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal so in so Jugendräume reinschaue, die Zentralwohlfahrtsstelle, für die ich arbeite, ist so der größte Anbieter für jüdische Jugendfreizeiten, die es so in Deutschland gibt, ja. Und da gibt es einerseits, wird es als ein Bildungsraum verstanden, in dem jüdische Praxis auch gelernt wird. Und gleichzeitig bringen natürlich die Jugendlichen sind die Themen auf diesen Freizeiten die Themen, die die Jugendlichen mitbringen. Und die Themen, die die jüdischen Jugendlichen mitbringen, ist irgendwie, wir wollen keine Queerfeindlichkeit, wir wollen uns mit der Klimakrise auseinandersetzen, wir möchten irgendwie verstehen, wir möchten andere Diskriminierungsformen verstehen, wir möchten irgendwie eine Gesellschaft gestalten, in der Menschen keine Angst davor haben müssen, von anderen irgendwie zusammengeschlagen zu werden, und wir wollen keine AfD, ja, das ist was, jüdische Kinder und Jugendliche die ganze Zeit beschäftigt. Was ist mit dieser scheiß AfD? Und nicht nur, was macht das mit uns, sondern was macht das auch mit dieser Gesellschaft? Also ich beziehe mich jetzt mit meiner Frage nicht explizit auf die jüdische Religion, sondern ganz allgemein verstehe ich, dass Religion natürlich Identifikationsfläche bieten kann. Und ich würde sogar ganz provokant einen Vergleich aufziehen, dass ja auch Nationalität eine gewisse Identität bieten kann. Bringt aber in meiner Perspektive und meiner Empfindung immer so ein bisschen mit sich, dass ich andere aber aus dieser Identifikationsblase sozusagen ausschließe. Und da ist für mich der Widerspruch, wenn wir über progressives Denken sprechen, dann denke ich immer eine Offenheit mit, die ich aber bei dieser Identifikation bezogen auf eine Religion oder bezogen auf etwas anderes, was alle anderen ausschließt, empfinde ich diese Freiheit nicht. Wie siehst du das? Oder vielleicht. Soll ich nochmal was sagen? Du kannst gerne. Ich empfinde diese Frage nach, ist Religion nicht so der Diskriminierungsfaktor Nummer eins, immer so als ein bisschen unehrlich, weil ich glaube, da wo Religion verschwindet, da kommt was anderes. Und Religion ist meines Erachtens nicht gleich Ideologie. Und Religion, es gibt auch einen Unterschied zwischen Religion und Sekte. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen Religion und Dogma. Ich würde schon sagen, ja, klar, also wenn wir jetzt Religion in einem streng observanten und streng traditionellen und vor allem streng konservativen Kontext betrachten, ja, dann schwingen dann natürlich auch Ausgrenzungen mit. Aber die Frage ist, also ich kann mich quasi mit dieser Frage nur im Jetzt beschäftigen. Und mit der Frage im Jetzt beschäftige ich mich auf der Ebene, was Communities für Menschen bedeuten. Und was ich vor allem weiß, ist, dass in einer offenen Gesellschaft Communities ja nicht irgendwie abgeschottet voneinander leben, sondern sich vor allem auch überlappen und voneinander lernen. Das Ziel kann auch nicht sein, dass alle Menschen gleich werden,
Also das Ziel kann ja nur sein, dass Menschen gleich behandelt werden und nicht gleich sind. Das ist ja irgendwie nicht, das ist ja irgendwie nicht der Sinn einer inklusiven und vielfältigen Gesellschaft. Menschen können nicht gleich sein. Und überall da, wo auch versucht wird, irgendwie Kulturen einzuebnen in etwas anderes, wabert auch so ein bisschen, also wabert für mich auch fast schon sowas etwas mit, was so eine Angst vor Unterschiedlichkeit auch mit einbezieht. Und da werde ich immer sehr schnell misstrauisch. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Religion, dass Religionen per se das Problem sind, sondern da, wo ein Machtvakuum entsteht und da, wo Religion als etwas genutzt werden kann, was gegen andere Menschen hetzt, was instrumentalisiert und was Machthierarchien eröffnet, die so erstmal keine Legitimationsgrundlage haben, da wird die Religion zum Problem, aber nicht in ihrer Essenz, in der es darum geht, woran Menschen glauben. Und ich glaube, auch in der heutigen Welt geht Religion nicht ohne Ambiguitätstoleranz und ohne ein Anerkennen, dass wir Widersprüche aushalten müssen und dass wir Unterschiedlichkeiten aushalten müssen. Ohne das geht es sicher nicht. Ja. Ich möchte nochmal den Teil in der Einstiegsfrage aber nochmal hervorheben. Vielleicht magst du den Teil etwas stärker beantworten. Wie stark ist denn die Rolle von religiösen Communities, wenn es um gesellschaftlichen Wandel geht? Du hast ja als Ergänzung selbst davon gesprochen, dass in den neuen Bundesländern die katholische Kirche vor dem Problem steht, dass immer weniger Menschen in die Kirche gehen. Ja, also und ich denke sogar, das Problem, dass es immer weniger Menschen sind, trifft jetzt eher die alten Bundesländer. Im Osten von Deutschland war schon immer ein relativ geringer Anteil von tatsächlich christlichen Sachen. Es hat auch viel mit Nationen ja interessanterweise zu tun, weil ja die Religionsgrenzen sehr viel an ehemaligen Staatsgrenzen etc. verlaufen und Multikulturalität erst etwas ist, was wir neu quasi mit reinbringen. Und ich denke, da ist dann auch die Verbindung zur Demokratie sehr wichtig. Also gerade wenn wir über Massivminderheitenreligionen wie das Judentum sprechen, die auch noch in einer Landesgeschichte einen wichtigen und zu diskutierenden Stellenwert hat, dann ist das natürlich super wichtig, dass diese Religion, auch wenn sie in sich selbst ja eigentlich gar keine homogene Masse ist, sondern es verschiedene Strömungen etc. gibt, dass die irgendwie Vertretung hat, dass die irgendwie sprechen kann in diese Demokratie hinein, weil Demokratie, wenn es eine strenge Demokratie ist, immer unter der Gefahr steht, Minderheiten auszuschließen und zu diskriminieren. Mhm. Also wenn wir von einer, wir gehen nach Mehrheiten, Demokratie sprechen. Das ist immer gefährlich für Minderheiten. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Minderheiten sich artikulieren können. Für das Christentum ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, weil das zwar jetzt mittlerweile weniger wird, aber eben eine Normreligion ist. Also das Christentum wird ganz natürlich als Kultur, als deutsche Kultur wahrgenommen. Interessanterweise auch eben in den östlichen Gebieten, also wieder bei Nationalsozialismus, jetzt Pegida zum Beispiel 2015, kann ich mich noch sehr gut erinnern, die haben das christliche Abendland verteidigt, ohne dass irgendwer dort christlich wäre. Aber das christliche Abendland wurde verteidigt gegen eine angeblich islamische Bedrohung in diesem Kontext. Ne? Also das wird instrumentalisiert dann an den Stellen auch von Leuten, die überhaupt nicht wirklich was mit den Religionswerten anfangen können, aber so, ne, die wenigsten könnten dir auf dem Markt zu Weihnachten sagen, dass das die Krippenszene ist. Mhm. Das wissen die nicht. Weil die nicht so, also weil dieser Kulturwert schon gar nicht mehr da ist. Aber es wird mit einem Nationengedanken verbunden und das ist nicht ungefährlich. Wir wurden 16 Jahre von den Christdemokraten demokriert. Also, ja. Regiert zuletzt. Ich sage nur, der Einfluss ist da. Und jetzt zu dem, wie kann Religion Veränderung herbeiführen? Mich interessiert auch der Wirkungsradius. Und der Wirkungsradius. Ich denke, rein von der Rezeption her hat das Christentum, besonders der Katholizismus, eine ganz komische Rolle in Deutschland. Wir sehen ständig in Tagesschau und es ist ein Schlagzeilenthema, dass der Papst anfängt zu weinen während einer Messe für die Ukraine. Das ist einfach ein Schlagzeilenthema, obwohl das überhaupt nicht, das hat nicht mit vielen Leuten in Deutschland zu tun, aber es kommt in der Tagesschau und wird gezeigt. Also was in der Kirche passiert, ist interessant für die Leute. Und wenn es nur in Form mittlerweile wir schieben unsere Probleme dahin, als gäbe es keinen Missbrauch in der Gesellschaft, sondern nur in der katholischen Kirche. Auch dafür spielt die katholische Kirche eine Rolle. Und in der katholischen Kirche gibt es zum Beispiel jetzt im Vergleich zu vielen gesellschaftlichen Institutionen, bei denen das kommen wird
in den nächsten Jahren? Gibt es bereits Schutzkonzepte gegen sexualisierte Übergriffigkeit etc.? Das werden wir alles noch sehen für Sportvereine, für Schulen, für andere Räume, in denen Hierarchien, Kitas, in denen Hierarchien sehr groß sind und denen Missbrauch genauso passiert wie in der katholischen Kirche. Nur das ist in der katholischen Kirche besonders interessiert, weil, und da ist wieder der Einflussfaktor von Religion, finde ich, weil das eine Institution ist, die einen ethischen Anspruch hat. Die sagt, wir sind gut, wir zeigen, wie gutes Leben funktioniert. Und da ist es besonders interessant, wenn das eben so massiv nicht funktioniert. Hm. Aber dadurch, dass das dann so Druck macht, entstehen halt auch Konzepte, die was Neues anbieten können. Das sind dann Sachen, wo konsultiert werden könnte. Auch für... Entschuldigung, erlebst du die Kirche auch als Ort, wo Themen angesprochen werden, die nicht mit Religion direkt in Verbindung gebracht werden? Ja. Also gerade durch Akademien, gerade durch, also ich habe auch lange Zeit in der Studierendengemeinde den Gemeinderat vertreten etc. Wir haben immer, also jede Woche haben wir Inputs aus verschiedenen Themenfeldern reingeholt etc. Das sind auch die Orte, jetzt wieder aus einer Sicht der ehemaligen DDR gesprochen, so die Studierendengemeinde waren die Orte, wo Demokratie eingeübt wurde. Und zuerst sanktioniert wurden die ja interessanterweise nicht vom Staat, sondern von der Kirche selbst. Aber das sind Orte, wo das geschaffen wurde. Also da spielt die katholische Kirche dann nicht so eine Rolle, aber die evangelische Kirche eine größere Rolle noch zur sogenannten friedlichen Revolution, zu dem Einüben von Demokratie. So, wo kommen die Menschen her, die dann Demokratie in diesen neuen Strukturen reinbringen können? Mhm. Und jetzt, also ich denke, das ist so ein wechselseitiges Verhältnis von, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Demokratie, die ich gerne reinholen würde in katholische Strukturen. Und da ist der Widerstand riesig. Und ich finde, daran sieht man auch immer ein bisschen, dass man einen bunten Punkt trifft. Verstehe. Dass eben keine Verantwortung abgegeben werden will. Nicht mal, wenn Verantwortung ja ständig von sich geschoben wird eigentlich mit den Themen, mit denen gerade Druck aufgebaut wird in der Gesellschaft. Wir haben das katholische Arbeitsrecht Ende letzten Jahres, wurde das geändert, so dass persönliche Lebensführung, wie zum Beispiel Leben in einer queeren Beziehung, kein Kündigungsgrund mehr ist. Nur durch den Druck der Gesellschaft als Reaktion auf Out in Church, also darauf, dass sich viele queere KatholikInnen gesagt haben, so ist das übrigens für uns. Nur durch diesen Druck ist das passiert. Ja. Also ist das so schnell passiert, konnte das so schnell passieren. Und ich glaube, das ist was sehr Wertvolles, was wechselseitig auch funktionieren kann. Ich finde, bei allem, was katholische Kirche Konservatives sagt, sind es auch immer wieder Bischöfe, die aufstehen und sagen, es kann nicht sein, dass wir hier Leute abschieben. Mhm. Also es kann nicht sein, es sind die katholischen Kirchen, bei denen langsam das Kirchenasyl angefochten wird. Also dass Menschen, auch wenn sie abgeschoben werden sollen, in Kirchen unterkommen und dann dürfen sie nicht angefasst werden von der Staatsgewalt. Das wird langsam, das ist einer der positiven Aspekte, die aus diesem komischen Staatskirche-Ding, in dem wir leben, kommen. Mhm. Und ich denke, das sind alles Sachen, die in eine sehr positive Richtung gehen können, wo sowohl Kirche als auch Staat sich gegenseitig Wohltun verändern könnten. Es kann aber eben auch in eine ganz andere Richtung kippen und deswegen braucht es Leute, die drüber reden. Ja. Also wenn ich es jetzt ganz plakativ machen möchte und zusammenfasse, würdet ihr beide sagen, nein, es ist kein Widerspruch, man kann religiös und progressiv sein. Okay. Ich liebe es ja, widersprüchlich zu sein. Ja. Ich muss an dieser Stelle schon sagen, die Zeit, zumindest hier oben für mich, wahrscheinlich für euch auch, die fliegt. Ich habe hier den Hinweis bekommen, dass es kein Desinteresse ist, wenn um 20 Uhr die erste Person sich verabschieden muss, weil nämlich ein Zug fährt. Ich möchte nochmal das Ende ganz klar einleiten. Und zwar habe ich noch ein, zwei Fragen dabei. Ich werde jetzt eine stellen und dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann gebe ich nochmal ein Schlusswort von euch. Ihr habt jetzt schon ganz viel genannt, aber ich möchte explizit nachfragen. Die letzten 5 oder 10 Jahre, der Zeitraum exakt, ist jetzt nicht so wichtig. Was ist das Erste, was euch einfällt als Positivbeispiel, was sich verändert hat? Du hast ganz viele Beispiele schon gegeben, aber was ist so dominant? Die Person, die den ersten Gedanken hat, darf antworten. Verändert wo? Im Positiven, also dass du das Gefühl hast, dass deine Themen, mit denen du auch, du hast, glaube ich, gesagt, manchmal hast du das Gefühl, du hast einen Bildungsauftrag. Vor 10 Jahren waren bestimmte Themen gar nicht möglich. Jetzt kannst du darüber sprechen, jetzt wird es angesprochen. In dem Kontext deines Tuns, das erste Positivbeispiel, was dir einfällt. Oder dir. Also ich glaube, für mich ist es, dass
Menschen wie ich oder ich halt jetzt im Beispiel überhaupt auf solchen Podien sitzen und gehört werden. Also ich habe mehrfach gehört von anderen Transmenschen, ich bin ja eine Person, dass so der synodale Weg, der ja vor 3 Jahren losgegangen ist, dass das das erste Mal war, dass sie überhaupt, und auch für viele Bischöfe etc., das erste Mal war, dass sie überhaupt eine Transperson, eine nicht-binäre Person gesehen haben und gesehen haben, dass das kein Widerspruch ist, dass das zusammengeht. Hast du das 1:1 erlebt, dass da ein Aha-Moment bei diesen Menschen entstanden ist? Ja, und zwar immer wieder und wieder. Und ich will nicht sagen, dass es deswegen gelöst ist oder irgendwas, aber dass diese Sichtbarkeit da ist, zugelassen werden kann, dass wir da nicht mehr hinter zurückkommen, weil es ist passiert, das war da. Das ist für mich das Größte, was passiert ist. Wie war es für dich? Oder was war es für dich? Also ich muss sagen, dass ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Was so die jüdische Community nach innen und nach außen angeht, ist, dass es wirklich damit begonnen hat, dass junge jüdische Menschen angefangen haben, so ihre Geschichten mal selbst zu erzählen. Und sie haben angefangen, sie in der Öffentlichkeit zu erzählen, sie haben angefangen, sie in politischen Räumen zu erzählen, sie haben angefangen, sich zu streiten, sie haben angefangen, sichtbar zu werden. Und sie haben das eben auch in jüdische Communities hineingetan. Und was das, und sie haben auch angefangen, sich mal so europaweit zu vernetzen mit anderen jüdischen aktivistischen Personen, die unterschiedliche Dinge tun. Und ich würde sagen, das hat wirklich in den vergangenen 5 bis 10 Jahren so intensiv stattgefunden, dass sich an diesen Stellen nicht nur Sichtbarkeiten geschaffen, sondern auch wirklich ganz neue institutionelle Kontexte gegründet haben. Also ein Beispiel ist die Gründung des queer-jüdischen Verbandes Keshet Deutschland, der eine Sichtbarkeit erfährt in gesamtgesellschaftliche Kontexte, in queere Räume hinein, aber eben wirklich auch in jüdische Communities hinein. Und das ist alles so in den letzten, das hat alles so in den letzten 5 bis 8 Jahren stattgefunden und hat einfach damit zu tun, dass junge Menschen nicht mehr bereit sind zu sagen, ich bin nur das eine oder das andere, sondern es ist doch eigentlich ein Ergebnis von Demokratieerziehung. Es ist ein Ergebnis einer sich diversifizierenden Gesellschaft. Es ist Ergebnis einer kosmopoliten Bildung und auch einer Öffnung, dass junge Menschen sagen, ich will überhaupt nicht nur eine Sache sein und ich will nicht das eine aufgeben müssen, um das andere sein zu können. Und ich glaube, das hat wahnsinnig viel dazu beigetragen, hinzukommt zu einer entstehenden Sprachfähigkeit, hinzukommt zu einer Vernetzungsfähigkeit, die natürlich auch stattgefunden hat durch so Räume auf Social Media, in denen man plötzlich Sachen lesen konnte von Leuten, zu denen man sonst nie einen Zugang gehabt hätte. Ja, also man spricht immer so darüber, wie schlimm Social Media sind, aber für Menschen, die in ihren Lebensrealitäten sehr stark marginalisiert werden, ist es auch ein Raum unglaublicher Ressource, wenn plötzlich jemand aus einer ganz anderen Community eine Sprache für etwas hat, was ich erlebe. Und dann weiß ich plötzlich, okay, es geht hier gar nicht nur so um meine Partikularerfahrung, sondern es geht hier auch um strukturelle Erfahrungen. Und die können aufgebrochen werden, indem man sich irgendwie miteinander vernetzt oder indem man miteinander spricht oder einander zuhört. Und das hat so stark in den letzten Jahren stattgefunden und das finde ich wahnsinnig spannend, weil dadurch natürlich nicht nur politische Räume entstehen, sondern auch kreative. Mhm. Und weil politische Räume eben manchmal auch zermürbend sein können oder anstrengend sein können oder wahnsinnig bürokratisch sein können, ist das, was mich wahnsinnig fasziniert, ist, dass daraus auch wahnsinnig viel Kreativität entsteht und somit auch in die Kultur eingeht. In dem Moment, in dem Dinge eben nicht nur politisch verhandelt werden, sondern auch kulturell, sind sie eben auch für Menschen zugänglich, die jetzt vielleicht nicht irgendwie in Gremien sitzen möchten oder die nicht so, sich nicht irgendwie als aktivistische Person bezeichnen. Und da hat sich, glaube ich, in den letzten paar Jahren sehr stark was verändert. Zum Positiven. Zum Positiven, ja. Okay. Jetzt, wie versprochen, nochmal die zweite und letzte Gelegenheit, Fragen zu formulieren. Gibt es noch mal 2 oder 3 Fragen? Da sehe ich die erste Meldung. Frau Vossler, Sie sind gefragt. Vielen Dank. Und das war ein sehr freundlicher Hinweis, dass es kein Desinteresse oder Langeweile ist, sondern die Abfahrt des Zuges. Tschüss. Ein Applaus bitte für den Herrn, der... Tschüss. So höflich schon vor der Veranstaltung gesagt.
dass der Zug fährt. Dankeschön. Bitte. Ich habe zwei Fragen. Und zwar einmal, Laura, du hast gesagt, da, wo Religion verschwindet, da kommt was anderes. Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden. Nochmal bitte. Da, wo Religion verschwindet, da kommt was anderes. Ja. Und bei der Vereinsgründung von Out in Church fand ich spannend, da wurde die Frage gestellt, Systemveränderung oder Systemüberwindung. Oder ich kann mich nicht entscheiden. Und es sind sehr viele Menschen bei Systemüberwindung aufgestanden, also das System Kirche zu überwinden. Und ich frage mich immer, was heißt das? Und ist das nicht auch, also genau, weil wir es nicht denken können, also oder weil ich es nicht denken kann, Gesellschaft ohne Kirche? Oder was kommt dann, wenn Religion nicht mehr ist? Oder alleine zum Beispiel, was kommt oder wie ist die Gesellschaft in Deutschland ohne christliche Dominanz oder also Christentum als Norm? Und das frage ich mich so ein bisschen, ist das nicht auch das Utopische? Gleichzeitig, was heißt das dann? Ne? Also ist es nicht auch das, was wir halt nicht denken können, worüber wir eigentlich nachdenken müssten? Und das andere, das fand ich ganz interessant, du hast gesagt, oder ich habe so verstanden, die Ressource von Religion ist der Umgang mit Komplexität oder kann das sein, gerade für Jugendliche? Und ich erlebe halt in katholischer Kirche, also ist halt mein Kontext, vor allem eine Reduzierung von Komplexität und damit halt auch eine von Tendenz hin zu fundamentalistischen Religionsformen und so weiter. Und deshalb, also ich frage mich manchmal, können Religionen das heutzutage noch bieten, einen guten Umgang mit Komplexität? Also wo bieten Religionen das und wo führen sie nicht zu einer Reduzierung von Komplexität? Und deshalb, die beiden Fragen. Und die erste Frage, Systemveränderung oder Systemüberwindung? Also ihr habt aus meiner Perspektive viel über Systemveränderung gesprochen. Ich frage mich, ob das Utopische nicht die Systemüberwindung ist. Auch gerade nochmal, was heißt das fürs Interreligiöse? Aber genau, also das ist eher so eine Frage aus katholischer Perspektive vielleicht auch. Wollt ihr euch vielleicht die Fragen aufteilen? Ich glaube, ich kann anfangen mit Veränderung und Überwindung. Okay. Ist das in Ordnung für dich? Klar. Weil ich da die letzten Tage sowieso auch nochmal drüber nachgedacht habe viel. Weil ich so zwei Perspektiven, so die Perspektive von das System funktioniert nicht richtig und muss repariert werden und die Perspektive von das System macht genau das, was es machen soll und muss enthüllt werden, muss aufgedeckt werden, dass es eigentlich arbeitet, um zu schaden. So, und was ist jetzt der Fall mit der katholischen Kirche? Das stelle ich mir schon öfter. Geht beides? Ist es wie immer der Mittelweg, der aber dann womöglich zur Stagnation führt, also dass gar nichts passiert? Und ich kann die nicht letztgültig beantworten. Für mich ist die Frage Systemüberwindung, gerade wenn wir von Religion sprechen, nicht von Kirche, sondern von Religion. Ich glaube nicht, dass Religion was ist, was überwunden werden muss. Es ist nicht mehr was unifiziert werden müsste aus meiner Sicht. Weil ich glaube, dass die Tatsache, dass wir eben nicht wissen, dass immer dieser Rest übrig bleibt, den wir nicht wissen können, weswegen wir ja auch auf Gottheiten etc. bauen und setzen, gleichzeitig mit der Erfahrung, dass da was ist, was wir nicht wissen. Das führt ja gerade zu diesem Pluralismus, zu diesem, wir haben unterschiedliche Antworten und wir haben unterschiedliche Traditionen und dann ist Religion eben auch was Religiöses, in manchen Fällen was Ethnisches, was noch einen viel reicheren Hintergrund hat. Und wenn wir dann aber über Kirchen sprechen, dann ist die Frage, es braucht irgendeine Form von Organisation, die mit Hierarchien einhergehen, werden immer anzufragen sein, werden immer marginalisieren, es wird immer neue Ausschlüsse geben, auch wenn wir neue Sprache finden, wird die wieder was anderes ausschließen, es geht immer, also so erst sind es die Frauen, dann kommen die nicht-binären Menschen dazu, also ich glaube, das wird nie aufhören, das ist eine Art mit Komplexität umzugehen, sich dessen bewusst zu sein. Und es ist die Frage, können wir das integrieren in dieses System, in die Religion, in den Glauben, meines Erachtens auf jeden Fall. Zumindest für den christlichen Glauben würde ich das immer bejahen. Und da haben wir aber auch das Verständnis eigentlich, dass es was Endliches ist. Glaube und Religion ist was Unendliches, aber Kirche als Institution ist eigentlich als was Endliches angelegt, weil es was Menschliches ist. Und ich glaube, mit diesem Hintergedanken im Kopf lässt sich eben doch die Hoffnung behalten, dass was veränderbar ist. Und dann sind es so Veranstaltungen, dann sind es Begegnungen etc., die zeigen auch, dass sich was verändert und dass es langsam nach oben geht. Und gleichzeitig ist es super wichtig, aber nicht aus dem Blick zu hören, es gibt ganz viel, was trotzdem enthüllt werden muss und enthüllt gehört. Und das ist, wo das so missbraucht wird, dass eine Gemeinschaft verhindert wird. Das
ist eben was Heilloses statt was Heilsames wird. Und das sind Grenzen, die aber immer wieder neu diskutiert und abgesteckt werden können, was wiederum was sehr Demokratisches ist. Also was genau das ist, was Menschen an Demokratie anstrengend finden, weswegen sie sich fundamentalistischen Religionen zuwenden. Ich finde, also du hast ja begonnen mit dieser Aussage, dass ich gesagt habe, wo Religion abgeschafft ist, da kommt was anderes. Ich glaube, das hat schon auch was mit dem zu tun, was du gesagt hast. Diesem Wissen um das, was wir nicht wissen oder was wir auch nicht greifen können. Und ich bin deshalb immer sehr vorsichtig mit Personen, sagen, naja, ich habe was gegen Religion, ich bin für die Wissenschaft, weil das auch reduktionistisch ist, in dem Sinne, in dem dann ignoriert wird, warum Menschen quasi etwas brauchen für den Ort, an dem sie eben nicht verstehen. Und das, die Entscheidung oder das Bedürfnis zu glauben ist letztlich etwas genauso Menschliches wie die Fähigkeit zu verstehen. Und ob ich das jetzt in einem christlichen Glaubensbekenntnis, in einem muslimischen Glaubensbekenntnis, in allen Religionen, die wir hier jetzt überhaupt gar nicht benannt haben, ja, oder in einem jüdischen Glaubensbekenntnis ausdrücke, das ist eine total persönliche, intime, individuelle Entscheidung, die sich ja im Übrigen bei vielen Menschen im Laufe ihres Lebens ja auch total verändert. Also nicht nur innerhalb einer Religion, sondern über Religionsgrenzen hinweg. Und das ist der Grund, warum ich das Thema Religion nicht anfasse, weil ich glaube, dass das größer ist als wir. Also dass das Teil eines menschlichen Wesens ist, auch glauben zu können und sich auch einzugestehen, dass wir nicht übermenschlich sind und eben auch nicht alles verstehen. Und an der Stelle hat für mich die Religion die Rolle einer erdenden Angelegenheit, also im buchstäblichen Sinne, einer menschlichen Frage. Die Frage der Institution ist eine Frage, die uns immer beschäftigt, ja? Also sind religiöse Institutionen überhaupt, können die überhaupt demokratisch sein? Da sind wir bei den großen Fragen unserer Gesellschaft, ja? Kann unsere Gesellschaft Demokratie? Ja. Und die Frage der komplexen Fragen, die vereinfacht genau beantwortet werden. Okay, dann versuche ich das. Also das schließt sich ein bisschen an das an, was ich eben gesagt habe. Ja? Du hast total recht mit dem, was du sagst. Ich erlebe das auch in Räumen, in denen es eine Strukturschwäche gibt. Ja? Da werden religiöse Räume genutzt, um Menschen irgendwie zu binden. Und können auch genutzt werden, um Menschen ein reduziertes Weltbild zu vermitteln. Ich verstehe Religion heute als etwas, was in einem liberalen und in einem progressiven Gesellschaftsverständnis nicht funktioniert, ohne eine kritische Perspektive darauf. Und in einer kritischen Perspektive kann ich jetzt in Bezug auf jüdische Religion sagen, dass was ich persönlich daran interessant finde, ist, dass der Streit im jüdischen Lernen zum Beispiel schon angelegt ist. Ja, das ist erst, aber das ist was für mich persönlich, was mich daran reizt. Aber ich habe es mir auch nicht ausgesucht, jüdisch zu sein. Ja, sondern es ist halt so. Ich bin in diese Sozialisierung hineingeboren worden und entscheide mich weiterhin dafür, dass das ein Teil von mir ist. Aber das reduziert, also ich glaube, dass die Reduktion uns an so vielen Stellen begegnet und die Tatsache, dass eben beispielsweise durch das Ausbrechen der Corona-Pandemie überhaupt erst sichtbar geworden ist, wie viele Menschen an Verschwörungen glauben, ja, könnte man auch als einen Ort betrachten, an dem Menschen nicht mehr verstehen. Ja? Und damit möchte ich nicht sagen, Verschwörungen sind auch nur eine Art von Religion, das sehe ich nicht so. Sondern ich sage nur, dass es ein Bedürfnis dafür gibt, einen Raum zu haben, in dem man nicht alles oder auf einem bestimmten Kontext verstehen muss. Und da kann Religion auch etwas Eingrenzendes haben. Also was Menschen dabei unterstützt, zu sagen, du musst nicht alles verstehen. Aber es darf natürlich nicht, also es ist natürlich ein riesiges Problem in dem Moment, in dem es eben instrumentalisiert wird. Zeit hätten wir noch für eine Frage aus dem Publikum. Wer möchte der oder die letzte Person sein, die eine Frage formuliert?
Ich warte noch mal ein bisschen, weil es immer ein paar Sekunden dauern kann, bis man sich traut. Ich sehe immer viele lächelnde Gesichter, das deute ich immer so, ich möchte gerne, ich traue mich aber nicht. Bitteschön. Wir haben jetzt relativ viel zur katholischen, jüdischen Perspektive oder zu euren Perspektiven aus dieser Heimat gehört. Kannst du vielleicht noch mal zwei Worte sagen zu deiner eigenen Perspektive aus der aus deiner persönlichen Sicht zu diesem Thema? Du meinst mich? Ja. Da ich nicht religiös bin und zu keiner religiösen Gemeinschaft mich zugehörig fühle, kann ich das leider nicht. Also wir können aber gleich, das ist ja das Schöne, ich meinte ja, vielleicht hören wir an dem Punkt auf, wo noch ein bisschen Luft da ist. Wir können uns gerne bei einem Getränk nochmal unterhalten. Ich wurde islamisch erzogen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, aber ich würde jetzt sagen, dass ich nicht ein Experte bin, der sich damit so auseinandergesetzt hat, dass ich jetzt wie meine GesprächspartnerInnen auf dem Niveau darauf antworten kann. Genau. Dann, die letzte Frage ist keine richtige Frage, sondern ihr habt jetzt die Möglichkeit, so etwas wie ein Schlusswort zu sprechen oder etwas zu thematisieren, was euch zu kurz gekommen ist, noch einen Wunsch zu äußern. Alles ist erlaubt. Bitte schön, Mara. Super. Aber vielleicht hilft dir deine Sitznachbarin, wenn sie sagt, ich habe schon was. Nee, ich habe auch noch nicht. Ein allgemeines Schlusswort, wozu... Es kann ein Wunsch sein, etwas, was ich nicht abgefragt habe, was du aber gerne nochmal ansprechen würdest. Oder auch einfach nur was ganz Kurzes, wie du magst. Muss doch nicht. Das Problem ist mit solchen Schlussworten, dass ich dann immer das Gefühl habe, dass es eine sehr, also ein sehr profanes Statement hat. Mhm. Ne? Wie zum Beispiel, es wäre schön, wenn solche Podien gar nicht mehr nötig wären und sowas. Das Problem ist, sie sind natürlich nötig und diese Bildungsarbeit ist ja auch wichtig. Ich denke, wenn wir an einem Punkt wirklich konstruktiv weiterarbeiten können und es auch sollten, ist so diese Frage einer Sprache. Ja, damit, das ist etwas, was mich irgendwie weiterhin sehr, sehr viel beschäftigt, ist irgendwie eine Sprache zu finden, die es vor allem in religiösen und community-basierten Räumen möglich macht, eben über das Unterschiedlichsein in diesen Communities zu sprechen. Und das ist was, da steht, glaube ich, so stehen alle Communities in Wahrheit erst am Anfang, das zu benennen. Also wenn es jetzt so über die feministischen Bewegungen hinausgeht, sondern wirklich auch, wenn es darum geht, über Diversität zu sprechen. Genau, das ist kein optimales Schlusswort, aber das ist sowas, wo ich sagen würde, das beschäftigt mich einfach weiterhin, wie das möglich sein kann. Und ich glaube, da ist auch so der Austausch zwischen Communities wahnsinnig wertvoll. Ja, ich finde das aber, ist vielleicht kein klassisches Schlusswort, aber nochmal ein sehr schöner Gedanke. Ich glaube, mich beschäftigen gerade noch so diese Zuordnung, mit dem man ja da ist, ne? Also jung, religiös und in meinem Fall queer. So die Frage, können junge Menschen überhaupt was Politisches machen, wenn sie religiös sind, was Progressives? War ja so ein bisschen auch die Frage. Und ich denke, das zeigt schon auch schon so viele, das wirft so viele Sachen auf, dass die Stimmen von jungen Menschen oft nicht wahrgenommen werden. Es gibt sie ja in den Religionen und darüber hinaus, aber sie werden oft sehr kritisch gesehen. Schauen wir uns gerade die extremen Bewertungen der KlimaschützerInnen etc. an, die halt versuchen, was beizutragen, aber die Macht nicht haben, die Stimmen nicht haben und deswegen. So, und da, so sehe ich das auch so ein bisschen im religiösen Kontext, dieses letzte Generationsgefühl, dieses Gefühl von, also ich habe das sehr häufig im Katholizismus, weil Menschen, die sich heute noch entscheiden, katholisch zu bleiben oder katholisch zu sein in meinem Alter, sind oft die, die sich für den Fundamentalismus entscheiden. Das sind Generationen, die nachrücken werden, wo wir womöglich jetzt die verständigste Generation Bischöfe noch haben, die wir dieses Jahrhundert erleben, wer weiß, wenn konservativere Menschen nachrücken. Also das sind so Sachen, die mich so beschäftigen und die viel mit Räumen und mit Sprache zu tun haben. In meiner Wahrnehmung, in meiner persönlichen Biografie ist es gerade die Religion, die mir die Sprache gibt für Vielfalt und für bedingungslose Liebe, für Gerechtigkeit und Angenommensein, aber eben auch nur, wenn sie von den Menschen benutzt wird, deren Anliegen
Das ist Vielfalt, Gerechtigkeit und bedingungslose Liebe. Und das sind so Sachen, das ist kein elegantes Schlusswort, aber es ist so, es ist einfach Sachen, die weiterhin beschäftigen, insbesondere wenn man ja dann auch langsam übergeht von Jugend zu mittleres Alter. Dass ich hoffe, dass es weiter solche Räume gibt und dass die Räume auch weiter notwendig sind, ist für mich gegeben. Und dass es nicht kippt, weil ich denke, ich mache mir viele Gedanken jetzt über dieses Genderverbot an den Schulen Sachsen-Sachsen-Anhalt, weil das meine Heimat, also meine geografische Heimat ist. Und weil ich bis jetzt dachte, ich kann da nicht unterrichten, weil mein Fach katholische Religion ist und das katholische Arbeitsrecht vorsieht, dass ich nicht unterrichten darf vielleicht als Transperson in der queeren Beziehung. Jetzt ist das Arbeitsrecht geändert und jetzt fängt der Staat an, mir das potenziell zu verbieten. Erst wird die Sprache verboten, dann werden die Leute verboten, die dieser Stern betrifft. Also das sind ja schon Ängste, die man hat und ich finde genau deswegen sind solche Räume wichtig und auch zu sehen, wir haben jetzt ein katholisches Arbeitsrecht, in dem drin steht, Vielfalt unabhängig und mit Geschlecht, Herkunft, sogar Religion im katholischen Arbeitsrecht. Das fördern wir und das wollen wir. Und das ist ein Bekenntnis, was wir so in anderen Arbeitsrechten noch nicht sehen, auch wenn ich viel zu kritisieren habe am katholischen Arbeitsrecht, auch wie es jetzt ist. Aber das sind so Fortschritte, wo ich mir denke, da haben wir den Zusammenhang, da haben wir dieses, es kann was Positives reingegeben werden und ich hoffe, dass das ein Resonanzraum wird, der so geht. Vielen Dank. Jetzt sind wir an der Stelle, wo ich hoffe, dass ganz viele von euch denken, Mensch, der Moderator hätte doch diese eine Frage noch stellen müssen oder die Aussage, die habe ich nicht verstanden, die muss noch geklärt werden. Das kann man jetzt gleich beim inoffiziellen Teil tun. Ich möchte mich herzlich bedanken für das Vertrauen der VeranstalterInnen bei der Katholischen Akademie. Ich möchte mich sehr herzlich bei euch bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, meine Fragen so zu stellen, auch mit einer gewissen Unsicherheit, die ich immer gespürt habe und dass ihr sie beantwortet habt. Und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich hoffe, dass wir gleich bei einem Getränk noch weiter ins Gespräch kommen. Einen großen Applaus bitte für meine Gesprächspartnerinnen.